Lass mich kurz runter und zieh mir Scum aufs Handy. Ja, aber genau, mach ich am Handy, genau. Drei oder wie heißt das, ne? Mhm. So. Kurz auf Monkey Island. Ich habe den richtigen Bildschirm parat. Hammer, oder? Super, ja. Hat Riven hat bestimmt auch Celeste, oder? Riven hat kein Celeste, das gibt's nicht. Schrecklich. Ist es schlau, jetzt einfach in meinen reinzugehen, oder ist es wahrscheinlich schlau, in deinen reinzugehen, wegen Death Road? Dann gehen wir gleich in deinen rein. Ja, wir müssen zwischendurch hier auf meinen. Du musst, ja, gut, dann gehe ich ihn kurz mal. Das macht keinen Unterschied. Ja. Oder hast du Monkey Island? Ich habe kein Monkey Island. Gut, ich auch nicht. Warum nicht? War hat sich nicht ergeben. Ich gute Spiele. Oh! Nein. Nein. Okay. Was ist Antwort? Der Blick ist gut. Und was spielst du so? Ich spiele nur gute Spiele. Ja. Dankeschön. Montag auf Deutsch. Weiß ich nicht. Ich überfragt. Cool, das, da geht sogar direkt. Hammer. So, deine Zeit sehr drauf. Meine Zeit ist ja voll cool. Ich fange jetzt tatsächlich früher an. Ja, warum nicht? Kann ja nicht schief gehen. Ich hab sehr drauf von, ja, war gestern gesehen. Sind wir heute um, keine Ahnung, 8 fertig. Das ist übrigens nicht der All Strawberries Run, ne? Das ist der, was? Lots of Strawberries. Lots of Strawberries. Warum? Ja, gestern hat der einen vergessen, ich. Ich hab was vergessen, ja. Ich bin ein bisschen geärgert. 99%? Also quasi. Ich glaube, ich habe 2 vergessen. 99% ist, wenn man mitten im Spiel eine Sache vergisst und trotzdem einfach weiter durchzieht. Nee, da habe ich auch keine Lust, da irgendwie das aufzuhören. Die Helle, oder so. Die Erleuchtung. Erleuchtung? Ja, ich weiß nicht. Was geht? Doch, Riven ist Jesus. Es war ja einfach saudunkel hier im Raum, ist irgendwie. Jetzt hell ich am Tag ist. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier alles. Gestern ging es oder sowas? Ja, gestern. Ich höre was. Ich höre was, aber es bewegt sich nichts. Mach nochmal einen raus. Hast du oben gedrückt oder sowas? Ja, was soll das hier? Ja, hier. Ah, ja, mach das aber weg, glaube ich, ne? Ja. Das hier. Darf ich? Danke. Kann ich das einfach auch gratis? Ach so. Wo komme ich denn hier wieder raus? Ich einfach zumachen. Ja. So. Celeste, wo bist du? Da ist es. No Stick. Ah, jetzt funktioniert das auch. Ja. Was für eine Sprache machen wir? Weil man die nicht lesen kann. Chaotisch macht's nicht. Richtig, habt ihr irgendwelche Vorlieben, in welcher Sprache ihr das gerne hättet? Donation Goal. Japanisch, okay. Highest Donation Sprache in. Schwab? Ich wäre eher für Koreanisch. Welche Sprache ist denn am schnellsten? Das ist egal. Das gibt's in Deckt eh instant. Du kriegst sowieso nichts vom Text mit, also. Ja, das gibt's instant, quasi. Bringt's dir nichts, aber. Dann nutze Russisch oder Koreanisch? Russisch haben wir nicht. Das ist Polnisch, glaube ich. Oder ist die russische Flagge? Oder? Warte, welche Taste war es nochmal? Ich muss gucken, welche Taste. Polnisch gibt's nicht. Das ist Russisch. Da. Ah, guck mal hier, wie toll. Das verstehe ich. Also deine Einstellung auch richtig? Ich denke schon. Ich verstehe jetzt hier nur noch die Hälfte. Klein. Das ist mein Spielstand. Schrecklich. Oh, jetzt kriege ich Achievements. Yes!
Warten wir es mal ab. Muss man irgendwann den Timer wieder starten? Ab F8. F8 wieder, ja. Oh, was war hier jetzt nochmal starten? Ich glaube, das. Speedrun-Timer musst du anmachen. Hä? Speedrun-Timer ist das unterste, oder? Oder willst du nicht? Oder was ist das? Nee, das ist. Wieso haben wir es auf Japanisch jetzt geschrieben? Kannst du etwa kein Japanisch? Hatten wir es nicht eingestellt mit dem Timer? Das ist eigentlich schon, das ist glaube ich eine Art Option. Müsste drin sein. Ich glaube, ist das oberste. Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich Starten-Option. Ja. Und. Warte, ich guck mal kurz. Nee, das ist umbenennen. Wie umbenennen? Können wir einen Nation-Sender für Name? Ja, irgend noch eine Vorschlag, wie man es benennen soll. Ich habe keine Ahnung, was die Sachen hier alle bedeuten. Ich habe die Auflaufform jetzt draußen stehen lassen, oh ja. Also leer war, genau. Und ich nicht wieder reinräumen. Emotes kann ich schlecht als Dateinamen Miss reinpacken. Ist ein guter. Hewlett ist das. Okay. Was machen wir jetzt oder was sollen wir machen? Ich nicht. Müssen wir noch finde ich einen guten Fall. Ne? Okay. Oder Speedlink Gaming Tastatur. Aber wie wird's denn euch hier? Nee. Für morgen habe ich übrigens nichts vorbereitet. Da gibt's entweder den Nudelauflauf oder wir können Sandwiches machen oder so. Oder so. Ja, missing noch. Kommt da eigentlich noch ein Punkt hin? Ja. Ja, und welches davon ist jetzt bestätigen? Ich hab keine Ahnung. Nee, das Pizza wollte ich Dienstag machen. Da passt das gut mit Zelda. Also da kann ich auch immer zwischendurch weggehen und so. Das ist es. Missing no. Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und gucken, was passiert. Let's go. Let's go. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Spiel gar nicht. Boah, kennt sich sogar japanisch aus. Nö, nicht wirklich. Blind Speedrun. Nee, er hat Japan schon nie gespielt, würde ich mal behaupten. Ist blind. Das stimmt, das ist. Aber weißt du, ob was anderes ist? Hier, ich mache auch die Ultra-Strats, die mir gar nichts bringen. Das spart so ganz minimal Zeit, aber ich bin eh so schlecht, dass das nicht. Ja, da bist du irgendwie keine Ahnung, wie viel du schneller bist. Nicht wirklich viel, glaube ich. Das Problem ist jetzt. Ich weiß jetzt leider beim Japanischen nicht, ob da wiederholen oder überspringen steht. Das ist halt so ein bisschen kritisch, muss ich sagen. War eigentlich eine ziemlich bescheidene Idee von mir, das zu sagen mit der Sprache. Naja, wiederholst du einfach alles. Das ist auch alles doppelt, 200%. Dann dauert es aber doppelt so lange. Ja, wir haben Zeit. Haben wir gerade was rausgeholt. Wie lange ist eingeplant? 2 Stunden. Ja. PB ist, glaube ich, was? Von irgendwann war anderthalb Stunden. Ist der PB, aber der war. Ja, guck, es fängt schon gut an. Also, so ein PB ist wesentlich darunter, aber er ist halt rusty. Was war cool, oder? Kann man krass so einen Booster in die Ecken machen? Was für Booster? Wenn du die Ecken so berührst mit dem. Ja, die Ecken, wenn du da so lang springst, slidest du da halt schneller hoch. Genau, erklär mal, was du da machst. Für die Leute, die nur wegen deinem sterben. Nein, im Grunde hast du ja hier nicht wirklich viele Bewegungsoptionen. Du kannst halt laufen, wie man hier sieht. Du kannst dashen, kannst dich festhalten. Und es gibt halt verschiedene Varianten von dem Dash. Das jetzt wahrscheinlich nicht vom Spiel so eventuell gedacht ist, wobei man das nicht so wirklich weiß. Ich kann ja auch jetzt nicht aus dem Kopf die ganzen Namen sagen. Ja, du kannst zum Beispiel in der Luft immer einmal dashen. Außer du sammelst diese grünen Dinger ein. Oh, du kannst halt noch einmal dashen in der Luft. Und du kannst halt, wenn du jetzt hier. Ich will gucken, ob ich das nochmal zeigen kann. Du kannst halt irgendwie, ich glaube, schräg nach unten boosten auf dem Boden oder dann direkt danach springen. Dann hast du halt so eine richtig. Okay, krass. Hast du quasi das Momentum von dem Dash, aber springst du ewig weit. Und hast, glaube ich, dann auch noch einen Dash in der Luft, weil du den Boden ja berührt hast. Du kannst auch, wenn du hier so lang dashst, kann auch sein,
dass ich halt einen Dash wieder regeneriert und so ein Kram, was ich jetzt hier nicht hingekriegt habe. Ja, es klappt. Ja, du springst halt quasi vom Boden weg mit dem Momentum. So was hier halt geht halt. So, jetzt. Na, es war falsch. Zack. Ah, zack, zack. Wieder falsch. Warte. So war das. Ich könnte es jetzt nicht aufsagen, was ich da gemacht habe. Du hast es nur probiert. Na, es ist irgendwie. Das ist schon so in meinem Kopf drin. Ich. Guck mal, jetzt hast du hier schon das erste Achievement. Yay. Aha. Ich glaube, bei der. Erdbeere war ich. Aber ich habe das Herz nicht gehabt. Versteckter Weg. Ja, gibt's ein paar von. Ist das. Was ist der Unterschied zwischen 100% und North Strawberries quasi? Da gibt's doch noch mehr irgendwie, oder? 100% würde ich sagen, da zählt ja noch B-Side, C-Side und so weiter alles mit dazu. Das haben wir hier nicht. Ja, wir sind nochmal in die um einiges schwereren Varianten von den Leveln hier. Okay. Na toll, egal. Nope. Falsche Richtung! Merkt ihr, dass das Commentary wird, sobald sich einer konzentrieren muss? Das war halt casual gerade eben. Ja, super. Finde gut, dass die Erdbeere immer noch drei Räume. Ja, ist ich würde. Das ist halt auch, du kannst die Erdbeeren mit dir mitnehmen. Das Problem ist halt nur, wenn du die verlierst, hast du ein Problem. Weil dann. Du kommst teilweise in die vorherigen Räume nicht mehr zurück. Das heißt, wenn ich sie jetzt hier verlieren würde. Könnte ich das ganze Level nochmal neu machen, weil ich wieder halt da unten. Am besten also warten. Ja. Wenn man es halt sicher machen möchte. Ja, das war jetzt. Egal. Außerdem hast du ja noch die Kassetten und so weiter, die eigentlich dazu zählen würden. Achso. Und die gibt's ja auch noch. Du bist halt so, als wäre das, so komplett selbstverständlich. Ich weiß, tut mir leid. Ich habe es halt auch nicht viel gespielt. Ich habe, glaube ich, bis zum dritten Kapitel. Wo ist die Bücherei? Wo ich den Safe-File hatte? Die Bücherei ist, glaube ich. Drittes Kapitel oder viertes Kapitel oder was? Müsste quasi. Drittes sein. Nicht so weit halt. Ja. Quasi quasi fast die Hälfte vom Spiel, aber nicht mal ganz. Ich hab's halt ein paar Mal im Stream gesehen und das war's. Ich hab's nicht selbst dran. Es ist auch einfacher, das zu kommentieren, wenn es jemand anderes spielt, als wenn man es gerade selbst am Spielen ist. Ja klar. Ist immer so. Ist halt auch gemacht für Speedrun das Spiel auf jeden Fall. Weil wenn du jetzt halt hier schaust. Ich lass mich ja da fallen und spring von dieser einen minimalen Ecke weg. Ups, das war blöd. Yay. Das ist viel zu viele Tote, muss man eigentlich sagen, fürs erste Level. Da sollte man eigentlich gar nicht sterben. Fast. 12 Mal. Wann hast du das letzte Mal wirklich ernsthaft probiert? Es rauskam. Ja, es ist viel zu lange jetzt her. Ich glaube, so einen Monat nachdem es rauskam, 2 Monate danach vielleicht. Ja. Ich muss halt wieder einiges an Zeit rein. Ich hatte Serie ja sogar für einen Tag. Den Weltrekord. Ja, ich hatte mal einen Weltrekord, ja. Wie kam's? Wann? Warst du einfach besser als alle anderen, die das gemacht haben? Es haben damals noch weniger diese Kategorie gerannt. Die Leute sind ziemlich heiß auf Any Percent, aber ich finde Any Percent doof, weil dann siehst du so wenig von dem Spiel.
Und ich denke mir halt, das ist so schön, da kann man ruhig alles Mögliche mitnehmen. Aber auch nicht alles, weil das dauert mir dann zu lange. Deswegen habe ich mir gedacht, dann nehme ich halt nur das mit den Erdbeeren. Halt mit den 175. Das war blöd. Ich glaube, das ist aktiv. Ich glaube, wir sollten mal wieder irgendwie das Licht eindämmen. Oh, warum das denn? Oh wow, ist auch gar nicht überbelichtet. Nein. So ein bisschen. Besser. Bisschen besser. Jetzt kann man wieder besser halt sehen. Da ist heilige Licht. Man verschwindet auch immer manchmal mit dem Kopf einfach so ganz. Ich habe jetzt keinen Kopf mehr. Das ist halt immer, entweder es ist halt einfach so dunkel im Raum oder einfach übertrieben hell in der Kälte. Aber es geht ja so. Guck mal, das Fenster, obwohl das hier alles grün ist eigentlich, ist es halt trotzdem weiß. Einfach. Obwohl da nur so ein Schmal drauf ist. Obwohl das grün ist, ist es trotzdem weiß. Ja, in der Kälte. Da hinten ist das Grüne so ein bisschen. Aber was halt auch interessant ist, dass halt je nach Level unterschiedliche Mechaniken halt wieder mit reingebracht werden. Hier hat man jetzt gerade diese, ja, ich glaube, die werden Traumblöcke genannt, wo man halt so durchdashen kann. Aber wenn du da durchdashst und gegen eine Wand kommst, stirbst du instant. War das nicht so? Ja, wenn das halt, halt auf jeden direkt Fall an der Wand halt liegt. Ja. Weil hier sehen wir jetzt auch zum ersten. Kannst halt darin auch die eine Richtung nicht ändern. Ja. Das ist unser erster, was soll ich sagen, Bosskampf. Ja. Mehr Verfolgung so, ja. 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 Richtige Boss hat das Spiel, glaube ich, gar nicht, ne? Weiß ich nicht, ich habe ja nicht so weit gespielt. Und ich habe es mir nie, ich habe es mir von dir damals wenig angeguckt, weil ich immer gedacht habe, ich will es mir nicht spoilern, ich spiele es irgendwann selber noch. Aber dann habe ich es halt kaum gespielt. Ist das, folgt der Boss einem bestimmten Pattern oder? Folgt mir immer 1:1, was ich mache. Okay. Das ist quasi wie Schatten Mario oder sowas. Ja. Ja, ich hätte es ja mit Dark Raymond kann ich noch kicken. Okay, finde ich nicht. War schon mal eins der besten Teile. Ich habe den ersten Teil so wenig gespielt, erste Welt nur irgendwann. Ja, mir macht auch keinen Spaß, weil es danach einfach viel zu hart ist. Okay, ja, das, ich glaube, das war mir einfach schwer damals. Ich spiele so voll niedlicher Kinderlook und so ein Spiel. Ich habe es auch richtig spät gespielt einfach. Ja. Boah. Nicht so schlimm. Da klingelt wer? Ja, schnell Tür aufmachen. Okay. Vor allem das Interessante ist ja auch, es gibt meistens mehrere Wege, die man nehmen kann. Also, je besser man sich hier halt auskennt, kennt man verschiedene Abkürzungen. So, nein. Achso, ist gegähnt. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um hochzukommen, ey. Ich wusste nie, wie ich da hinkomme. Und das ist eigentlich so simpel. Durch diesen Block da. Wenn man da auch nicht lang genug wartet, bevor man auf Wiederholen drückt, ist halt die Erdbeere weg. Und dann kann man die einfach gar nicht mehr kriegen? Oder muss man sie nochmal einsammeln? Nö, die ist nicht so schlimm, aber es gibt halt andere Erdbeeren, wie gesagt. Wenn ich nochmal eine finde, wo das so ist, kann ich das dann sagen. Wo du halt, wenn du die nicht in dem Raum, wo du gerade bist, mitnimmst, hast du halt Pech gehabt und müsstest das komplette Level nochmal von neuem starten, um da eben dran zu kommen. Da hätte ich ja Lust drauf. Hm? Na, schade. Weil die Erdbeeren mit den Flügeln, da darf man halt nicht dashen. Wenn du da dashst,
Dann okay. Fliegt sie weg, genau so halt. Du springst auf die Stangen rauf. Ja, ich weiß. Ich versuche da. Du hast da so einen Pixel, wo du dich hinhüpfen kannst. Oh Gott. Und dann kannst du da lang, ohne da oben hin zu müssen. Okay. Ja, und das war schon Nummer 2. Das Interessante ist, es geht eigentlich, glaube ich, bis zum... Ja, bis kurz vorm Gipfel ist es eigentlich ziemlich fix alles. Der Gipfel dauert dann halt schon ziemlich und dann hast du nochmal den Kern halt, ist dann, wo man die letzten 5 Erdbeeren bekommt. Ich sage übrigens absichtlich nicht, wie viele Erdbeeren es gibt, einfach damit wir zum Schluss behaupten können, alle. Hat er nicht vorhin gesagt 175 oder so? Nein, das hat er nicht gesagt. Es gibt so knapp über 100, kann man sagen. Das sind jetzt halt hier wieder neue Gegner. Und es gibt jetzt Schlüssel. Ja, das war falsch. Hä? Sieh es jetzt, bist du da, wo ich bin? Sehr gut. Hast du auch nur 15 Minuten nachher gebraucht? Also ich war ein bisschen weiter als jetzt hier. Ich glaube die Hälfte durch oder knapp zum Ende. Da hatte ich euch fast 2 Stunden für Zeit. Hier, wenn zum Beispiel jetzt hier gestorben wäre, da käme ich halt nicht mehr runter. Aufs. Ist ja nicht mal Frank Affairs hier drauf installiert. Gibt es überhaupt für mich? Stimmt. Das weiß ich nicht. Sehr schön. Denn dieser Zertradox, der da gerade im Chat schreibt. Jeder ist Zertradox, das haben wir doch schon festgestellt. Ich hoffe, Chaos klingelt nach an der Tür und es steht einfach Zertradox vor der Tür. Genau, ich schreibe und spiele gleichzeitig. Ja. Er bedient die Tastatur mit seinen Füßen. So funktioniert das. Ja. Bei den Wänden hast du jetzt, wenn du so einmal da lang gegangen bist, dann kommt ja auch diese. Genau, dann kommt dieser. Was auch immer das da ist. Schmodder. Schmodder, okay. Stirbt man, wenn man die verfolgt? Ja. Verfolgen die Augen da dich? Ja, die gucken mir immer hinterher. Und das war blöd, weil ich hab meinen Dash nicht mehr. Spooky. Das hat was von diesen End is Nigh. Wo alle Gegner einfach diese ganze Materie gibt, wo die alle Augen haben und sowas. Bin zu inkompetent darüber zu gehen. Wow. Ja, klappt doch. Ah, darf man wieder nicht dashen. Ach, aber wenn du nah genug dran bist, dann kannst du sie andashen. Ja, weil da macht es eh keinen Unterschied mehr. Hier kann man auch was, warte, hier kann man sowas machen. Man kann so direkt rüberspringen, aber... Das hätte verdammt cool ausgesehen, wenn es funktioniert hätte. Oh lol, lauf nicht einfach los, danke. Guck, so ja, sieht das eigentlich cool aus, aber das mache ich normalerweise nicht. Aber es hat jetzt geklappt, sind wir froh mal, dass es beim zweiten Mal funktioniert hat. Und die Erdbeeren werden ja auch immer erst angenommen halt, dass man sie hat, nachdem man, soll ich sagen, so möglichst aus dem Level wieder draußen ist. Ich glaube, wenn man Boden berührt, oder? Generell. Ja.
Morgen. Schon wieder geklingelt. Wie sollt man aufmachen? Nein. Ich kauf nix. Kauf doch jetzt endlich mal was. Verkaufst du denn? Erdbeeren. Oh, okay. Oh, Erdbeeren. Stimmt, du hast da so viel davon. Aber warum sammelst du mal die Erdbeeren mit in Game? Für einen Erdbeerkuchen. Ja, ein Erdbeerkuchen. Richtig. Und man sammelt über 170 ja. Dingern. Für einen Erdbeerkuchen. Ist der geheime Boss? Es muss ja so ein Erdbeerkuchen sein. Der ist bestimmt ganz lecker. Ja, nur mit Erdbeeren. Oder ist der geheime... Oder ist der, wo sind denn, wo ist der Kuchen? Das sind alles Erdbeeren. Ja, der Boden ist Erdbeer. Da gibt es dann das geheime Cooking Mama Bonus Level. Aha. Wie benutzt man alle 175 Erdbeeren für einen Kuchen? Das ist der arme Herr Oshiro. Dem ist sein Hotel zu schmutzig und das müssen wir jetzt sauber machen. Ich gar nicht, das ist schmutzig. Weißt du, hier überall Kisten und. Ja, da lagert halt das. Lagern die Getränke für später. Einfach die Kisten wegschmeißen. Aber wenn da wirklich alles schmutzig ist, würde ich da keine Erdbeere nehmen. Wer weiß, wie lange die da schon liegt. Deswegen sammeln wir wahrscheinlich auch so viele. Weil die Erdbeeren sind fast so groß wie du. Merkt sich auch gerade mal. Ja. Kennst du dieses eine Mario Party 2 Minispiel? 2 gegen 2, einer muss immer so einen riesigen Kuchen, der einfach auch so groß ist wie er selbst hinlegt und der andere eine Erdbeere. Und du das eine Erdbeere mit einem kompletten Kuchen ausfüllst. Ich glaube ja. Aha, was wird das für ein Trick? Hat schon zweimal geklappt, aber da bin ich irgendwie nicht hoch genug gesprungen. Da hat's wieder geklappt. Guck, man kann da so an der Kante hochspringen. Interessant ist halt auch, je nachdem in welcher Reihenfolge man hier eben reingeht, liegen da unterschiedliche Sachen noch rum. Achso, du kannst ja Reihenfolge machen, wie du willst. Ja, genau. Ah, okay. Es gibt ja hier drei Bereiche und je nachdem halt, wo man da zuerst hingeht. Ah, kommt man nicht so hoch. Hm, mach das so. Lol. Was? Theoretisch kann man dann halt da sich auch an der Ecke so ein bisschen hochboosten dann. So genau. Man muss halt nur nicht dann sterben nachher. Bis dahin war's gut. Man macht's einfach so normal. Weißt du, wie schnell der Weltrekord für die Kategorie ist? Müsste bei einer Stunde 10, 15, irgendwie sowas um den Dreh sein, glaube ich. Oh. Richtig optimiert mittlerweile das Spiel. Ja. Weil das einfach so ein Spiel gemacht ist für Speedrun, ne? Da kann Keine ich Downtime, halt... ist halt richtig gute Stress. Und da kann ich mit meiner aktuellen Übung nicht mithalten. Es wird wieder... Ich glaube, bis hier habe ich gespielt. Dann habe ich oben das Secret hier gefunden, irgendwo. Das war das direkt da? Wo man dieses Original Celeste spielen konnte? Ja, das habe ich sogar komplett durchgespielt dann.
Und das ist dann eine Beta-Version. Ja, das ist quasi Prototyp von Celeste. Hm. Ja, habe ich noch komplett durchgespielt und habe ich aufgehört. Ich dachte erstmal, das muss man machen. Und ich wusste auch nicht, wie lang das Spiel ist. Aber dieses Prototyp ist ja relativ lang sogar. Also quasi wie ein ganzes Kapitel hier aus diesem Spiel oder so. Also, es hat doch relativ lange gedauert. Ich werde nicht sagen, aber ich glaube, für so ein Hotel sieht das relativ unorganisiert aus. Glaubst du? Ein bisschen. Ja, das war, ich meine, die Geschichte hier war auch dabei irgendwie, dass irgendein Unglück oder sowas passiert und der Geist von Oshiro ist halt, der war ja der frühere Hoteldirektor, der ist halt zurückgeblieben, der hat halt seinen Mitarbeitern gesagt, dass sie verschwinden sollen und ja, dann ist halt alles kaputt gegangen, bla bla bla, aber seine ganzen Hotelmitarbeiter sind auch gestorben bei dem Versuch irgendwie vom Berg runterzukommen, irgendwie sowas war da. Spooky. Und auch im zweiten Kapitel war es ja so, dass da diese Steintafel ist und auf der Steintafel steht drauf, dass sie zum Gedenken an Allah, die beim Aufstieg des Berges gestorben sind, halt gedacht ist. Und er glaubt halt immer noch, er sei am Leben und so, und deswegen möchte er auch nicht, dass wir als erste Kundin hier plötzlich verschwinden. Und das führt ja auch dann nachher dazu, dass er dann uns nachher angreift, weil er denkt, wir hätten ihn irgendwie, weiß ich nicht, verarscht oder so, keine Ahnung. Weil ihm da ihr böses Gegenstück irgendwas Schlechtes einredet. Also von Madeleine. Die wir im zweiten Bereich schon gesehen hatten. Du meinst von Missing No. Für Missing No, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Nein, die heißt noch Celeste. Oh, das war blöd. Warte. Mach ich's einfach so. Jetzt. Das war zu spät. Ah, ich meinen Stick noch gehalten. Das war zu spät. Oh wow, wenn ich dann selbst dagegen laufe, Katastrophe. Spart man sich den Rückweg. Ganz selten. Kann man da oben durch? Ich weiß es nicht, ich glaub's nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man da durch kann. So, und jetzt kommt der
Ja, das können wir als Bosskampf auch werten, würde ich mal sagen. Oh ja, sieht so aus, ja. Also die Bosskämpfe okay. sind ja... Und wow. Ich meine, das ist auch wichtig in solchen Spielen, Bosskämpfe halt so zu machen. Und nicht so wie in Meat Boy oder sowas. Sind sie denn da? Da ist auf jeden Fall, die Bosskämpfe sind auf jeden Fall das Schlechteste im Spiel. Also es gibt auch so Bosse, die quasi Races sind oder sowas. Aber die anderen Bosse sind da irgendwie Autoscroller quasi. Und passt einfach überhaupt nicht ins Spiel rein. Ah, oh, ich hasse dich. Nervig, wenn er genau da trifft. Ja, wenn du sonst überhaupt kein Combat oder sowas im Spiel hast, dann ist das schon in Ordnung, sowas zu machen hier. Ja? Das quasi ein Gimmick. Bedrohliches Gimmick zu haben oder sowas. Und du kannst ja auch greifen. Du kannst ja auch einen Kopf springen. Dann verschwindet er für einen kurzen Moment. Aber es bringt nicht so viel aus. Da ist was los. Wow. Das ist ja gut. Das ist halt, wenn du da nur durchläufst, hast du halt das perfekt eigentlich so, dass du dir da keine Sorgen machen musst. Ja, kommt aber gut hin, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es ist aber auch festgelegt, wo der einem entgegenspringt, weil... Ich denke, zeitlich, oder? Na, ich glaube, das hängt auch zum einen zeitlich, zum anderen aber auch von der Strecke ab. Weil guck mal, hier springt er einen direkt wieder an. Ja. Oh, check out. Du hast es geschafft, aus dem Hotel rauszukommen. Yay. Großartig! Wenn es ein besonders gutes Hotel ist, ist das wirklich schwer. Oho! Alle! Und nur 52 Tode! Das ist ja gar nichts! Man sieht ja immer, wie viele Erdbeeren es im Level gibt. Das heißt, wir haben am Ende... Aber am Ende siehst du das nur. Du kannst jetzt nicht, während du das Level spielst, gucken, ob du in dem Bereich schon Erdbeeren vergessen hast oder so. Das ist halt ein bisschen blöd. Du musst einfach schnell genug weglegen, dass man es nicht sieht. Ach so. Damit wir am Ende sagen können, ach, wir haben doch alle gefunden. Wobei ich sagen muss, das ist, also... 12 Erdbeeren, waren alle. Aber du hast doch in dem Level 3 eine weggelassen, nein. Wir haben alle. Nur 12. Im ganzen Spiel. Die gibt's zum Beispiel auch nicht. Das ist die komische Oma. Die Bonus-Erdbeere. 101%. Das ist die 101. Erdbeere. Jetzt geht das ja noch, aber der Wind ist halt ziemlich blöd hier und diese Schneebälle, die einem nachher ins Gesicht geschossen werden. Ist ja ein Blindrun, was ich gleich mache. Was ich gleich mache, ist ja ein Blindrun. Kappa.
Was sind das jetzt für Dinger? Musst du die irgendwie, musst du davon alle sammeln? Ja, ja, du musst alle sammeln. Damit eine Erdbeere erscheint, du darfst den Boden nicht berühren, weil sonst verschwinden die. Diese komischen Sprungplattformen zählen nicht als Boden. Okay. Und ja, lol, wenn du halt anfängst rot zu leuchten, kannst du dich nicht mehr festhalten. Okay. Also so, wie gesagt, so begrenzte Ausdauer könnte man da sagen. Du kannst halt trotzdem immer noch weiter an der Wand hin und her hüpfen, du kannst dich halt nur nicht mehr festhalten. Aber wenn es nur, knapp über 100 gibt, dann sind wir gut dabei. Knapp über 100? Ja klar, wir haben doch alle, egal wie viel wir haben. Komm zum Glück wieder her. Die bewegen sich immer festgelegt oder? In die Richtung, wo halt der Pfeil gerade zeigt. Ja, weil der eine hat gerade seine Richtung irgendwie geändert. Ja, weil das ist aber auch vorher festgelegt, oder wie? Das kann ich dir gleich nochmal zeigen. Okay. Da oben, da siehst du, dass der hat ja nicht diesen schwarzen Rahmen, sondern hier wie so eine Druckplatte. Und wenn du auf so einer Druckplatte stehst, kannst du je nachdem, wo du halt den Joy-Con hinhältst, in eine andere Richtung dann fahren. Ist natürlich auch nicht in alle möglichen Richtungen, ist auch begrenzt halt. Fährt halt immer nur nach links jetzt hier, aber du kannst so ein bisschen nach oben und unten steuern. Weil hier rechts, links. Ja, die Grundrichtung bleibt halt immer gleich. Nein! Oh Gott! Da wollte ich nicht lang. Milch, Zucker? Ich komme auch über alles. Ach so. Noch ein Achievement. Achievement! No. Fast so gut wie Zeldas Weihnachtstasse. Hä? Das war diese Weihnachtstasse, wo der Tee draus, wo er schon ein Emoton ist. Ich hab bloß einen Schneemann drauf. Sehr schön. Passend zu Celeste. Natürlich. Weil es ja auch da so um Schneemänner und sowas geht. Ja, nee, nicht um Schneemänner, aber weil es halt auch alles ein Schneeberg ist und so. Ach so. Da war ich jetzt. Aber Schneemänner ist auch gut. Was noch denn hier Errungenschaft? Du hast ja schon fast die Hälfte. Von den. Du hast schon mehr als die Hälfte. Nee, ja, es sind ja noch knapp über 100. Ja, genau. Es gibt ja noch 102. Erdbeeren. Hä, wie viele habe ich gerade? 80? 82? Okay.
Das war blöd. Jetzt hast du wieder 81. Nee, der zählt. Okay. Ja, sobald die verschwindet, zählt das. Oh no. Der Schrank. Böser Schrank. Schrank ist der Endgegner. Fast so wie der USB-Port. Ja, ich vermisse ihn schon. Was, den USB-Port oder den Der meldet sich nicht mehr, ja. Ach so. Das war halt echt der Controller. Willst du Monkey Island nicht mit Xbox One Controller spielen? Hast du nicht irgendwie so ein Grafik-Tablet? Nee, leider nicht. Und oder hat dein Bildschirm Touchscreen? Ich muss es ausprobieren. Berühre! Geht das theoretisch? Mit einem Touchpad oder mit einem Designerpad? Also Maus benutzen für Monkey Island? Theoretisch schneller, oder? Kannst du schneller klicken? Vor allem, wenn du zwei Hände benutzt. Tatsächlich klicken, was du noch sehen musste, eigentlich gar nicht. Du machst das meiste, du musst halt einmal am Anfang das Spiel starten, aber das meiste machst du über Shortcuts. Oh, okay. Also. Sind auch im Gegensatz zu anderen Spielen von LucasArts, wo es normalerweise irgendwie 9 Shortcuts dann sind, die du dir irgendwie merken musst und dann deine Hand da verknoten darfst, sind es nur 3. Gut. Das Problem ist, dass das eine Shortcut, oder beziehungsweise 4, wenn du die, das Inventar mit dazu nimmst. Machst du nur über Rechtsklick. Ich möchte auch nur da festhalten. Kannst du den Klingelsound ändern durch die Hupe? Was für eine. Ach so. Die Animal Crossing. Durch diese Hupe! Kannst du es bitte nochmal abspielen? Ich such's raus. Nein. Ach so. Wie geht's dort aus? Diesmal, wenn du den Erdbeer einsammelst. Oh nein. Dann haben wir ja noch ein paar Mal, wo das. Aber sind ja nur noch 10. Wie viel? Etwas mehr als 10. Oder. Oder 2 Strawberries confirmed. Beste Kategorie. Die 102 Strawberry Run. Das ist ja lustiger. Ich weiß nicht warum, was stört mich, dass du die Erdbeeren nicht dadurch aufsammelst, dass du sie berührst, sondern dadurch, dass du sie berührst und da auf den Boden kommst. Entschuldigung. Ich meine, du berührst sie doch schon. Warum so nicht? Ich meine, gut, die sind ziemlich groß. Du kannst sie ja nicht einfach so nebenbei greifen, aber. Ja, das war dumm. Ich muss den Schalter auch aktivieren. Du musst dir mal vorstellen, du bist gerade so beim Walljumping und dann sammelst du eine Erdbeere ein und dann wartest du natürlich auf den Boden, bis du in den Rucksack reinpackst. Okay. Du machst ja nicht Walljumps und packst sie nebenbei in deinen Rucksack das rein. Das ist so logisch. Alles ganz logisch. Der Erdbeer-Rucksack. So, hier kommen die doofen Schneebälle. Ich möchte bitte das geheime Erdbeer-Level. Das kriegst du am Ende.
Das wäre lustig, wenn so ein ganzes Erdbeeren, Level nur aus Erdbeeren besteht. Wieso springe ich die Jakob? Weil es so schön ist und ich das gerne nochmal machen möchte. Zu inkompetent darüber zu kommen. Das ist eigentlich. Nur 33. Du wirst besser. Naja, erst schlechter, dann besser. Ich weiß ja nicht. Wobei ich sagen muss, ich finde, das ist das beste Level von allen. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Was ist da so das Gimmick? Diese roten Bubbeln und Bubbeln. Und Schalter und dass sich die ganzen Blöcke bewegen, sobald man dasht. Ah, so funktioniert das. Das erinnert mich so an dieses Galaxy Gimmick, wo man, wenn man spinnt, die Plattform nicht drehen oder sowas. Fand ich auch so cool. Das quasi nochmal nachdenken musst, wenn du dein. Oh, Boys, 7 noch. Was? Hm? Was? 7. Dann. Achso. Ja, 100 und dann noch ein paar. Boah, das sah irgendwie gut aus. Weiß nicht. Oh, lol. Einfach nicht da hinten dran kommen. Ich soll einfach so machen. So. Hey. Oh nein.
glaube schon wieder dieser Serta. Wie kann er nur? Halt die Füße doch endlich mal still. Da ist ja die andere Tastatur. Haben diese Lampen, die du anmachst, irgendwas zu bedeuten? Nein. Die sind einfach nur hübsch. Ja, versuchen es zumindest. Das ist der wahre 100% von alle Lampen. Oh, Individual Level. All Lamps. Oder gibt es hier gerade extrem viele Strawberries in extrem kurzer Zeit? Eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es hier insgesamt gibt. Ja, höchstens eine noch. Ja. Da ist die letzte. Okay, wir sind fertig. Also theoretisch bist du jetzt durch, aber du musst natürlich... Über Weltrekord! Der ist auch irgendwas mit 1-10, hat er gesagt. Ja, ich hab gerade mal so Unmengen an Zeit eingespart. Ja, indem du einfach alle Erdbeeren schneller eingesammelt hast. Und sogar die Bonus-Erdbeere. Ja. Hey, jetzt haben wir ja auch noch Zeit. Ja, jetzt können wir es ja langsamer angehen lassen. Ich weiß, Weltrekord für Any Percent ist, ich glaube, irgendwie 29, ganz knapp unter 30. Echt? So alt sind sie schon unten? Ja. Oh Mann. Ach, aus den roten kannst du jederzeit raus? Ja, ich kann da jederzeit rausdashen. Und wenn du es nicht machst, dann geht er einfach immer geradeaus, oder wie? Genau. Ich kann auch in die entsprechende Richtung natürlich drücken, wo das hinwobbeln soll. Ich mag diese Fallanimation, wenn man sehr weit runterfällt. Dass du einfach so dünn wirst. Fallanimationen sind generell etwas großartig. Ich erinnere mich an die Blendicoot. Welche Animationen im Spiel meistens auch gut sind, so wenn du auf der Kante stehst oder sowas. Ich spiele dafür eine Animation haben. Wie, ist das noch nicht auf YouTube? Das ist ja jetzt schade. Muss mal eindeutig. Also ist natürlich im Vergleich zum letzten Mal haben wir natürlich eine wesentlich höhere Qualität. Weil letzten Mal war ja die Potato-Qualität. Potato-Qualität. Das war, was haben wir gestreamt, ne? 600 Bitrate oder was? Also jetzt streamen wir auf 2000. Ich weiß jetzt nicht, wie Crash aussah, ob man da vielleicht noch höher gehen sollte. Der Bitrate sogar nur. Mhm. 480 und 25 FPS. Krass, ey. Das war halt letztes Mal die Qualität, die wir maximal haben konnten. Ist schon heftig. Woran lag das? Da haben wir beim Eltern gestreamt. Achso. Was halt von der Location eigentlich noch wesentlich besser ist. Okay. Aber Internet ist halt echt Quatsch da. Also macht's an sich doch keinen Sinn. Ja, nee. Mit besserem Internet schon. Ja, mit besser, wenn er irgendwann mal. Besseres Internet sein sollte, wäre das eine super Location. Gibt's da kein besseres Internet oder? Nee, das ist einfach. Nicht? Das ist einfach. Mein Bruder wohnt da, der braucht auch gutes Internet, aber. Okay. Nee, da ist einfach nichts. Das ist so voll das Kaff einfach, wo nichts ist. Was haben sie jetzt gesagt? Bis 2025 wollen sie überall Glasfaser haben? Mhm. Nee, aber garantiert ist das letzte Dorf, was dann Glasfaser kriegt. 2028 oder so. Immer was das für eine Leitung hier ist. Aber auch ganz gut eigentlich. Also 2015, wo war das denn? Wo waren wir 2015? Auch bei meinen Eltern? Nee. Weiß ich gerade gar nicht. 2016 waren wir hier. Und dann müssen wir bei deinen Eltern gewesen sein. Da können wir dann sogar mit 100 Bitrate mehr streamen.
Ach, halt. Stimmt, da habe ich auch noch da gewohnt. Wie kommt eigentlich Gauss hier? Bahn oder was? Mit der Bahn, genau. Wird quasi direkt nach Gens kommen, ja. So gegen 8 Uhr rum. Wird er bestimmt nochmal schreiben. Zug hat wegfliegen. Ja. Zug ist weg, ich stehe jetzt hier. Hol mich ab. Wo bist du? Wo bist du? In der falschen Richtung gefahren. Wo bist du? Keine Ahnung, ich verstehe die Schilder hier nicht. Auf jeden Fall kein Deutsch. Könnte Italienisch sein. Das ist aber arg dann falsch. Solange es noch unsere, Schriftzeichen sind. Genau. Also kyrillisch, ne? Ist doch ganz schön kalt hier. Ja. Ich stehe bei den Pyramiden. Mit welcher Bahn bist du übers Mittelmeer gefahren? Bist du keine Ahnung, ob wir hüpfen Kängurus rum? Ja. Bermuda-Dreieck. Sorry, mein PC ist genauso alt, so wie lange die Gamewreck DS4 her sind. Weiß ich doch nicht, wann die waren. Oh, die Kaltschmal. Kalt? Ich glaube, es sollte Klatsch heißen, aber kalt. Also so dann. Anders so. Das sieht irgendwie cool aus. Was bist du da gerade? Ich bin ein Gegner. Wow, das sieht aus wie so ein Gegner zu tun. Ja, damit man jetzt halt versteht, was die machen, dass die einen andashen und dann umbringen. 2.8.2015 war das damals. Hm. Und PC habe ich seit dem 4.8.15. Das ist auch schon wieder so lange her. Mein PC. 16? 17? Nee, 16. Irgendwann. Mein letztes Jahr. Selber zusammengebaut. Wie läuft ja auch ganz neu, steht drüben. Aber wollte ich jetzt nicht. Hätte ich auch nehmen können, aber hätte ich alles, die ganzen Spiele und sowas da installieren drauf müssen, weil eigentlich. Habe ich lieber einfach den Tower ausgetauscht hier und fertig. Normalerweise steht ihr hier, ne? Ja, genau, das ist, ich bin ja drüben normalerweise. Der Fernseher steht normalerweise da drüben, ne? Genau. So wie es jetzt ja quasi war, wo kurz Breath of the Wild, kurz, naja gut, einen Tag hier Breath of the Wild gespielt haben. Kurz, weil es da drüben nicht geklappt hat. Ja, hätte halt auch geklappt, aber wer halt ja, die Bitrate kannst halt nichts erkennen, bei dem Spiel. Ja, aber so ein Spiel ist Bitrate schon wichtig. Ja, da war halt einfach nur Pixelbrei. Und mit den Gen, kannst du auch diese Blöcke kaputt machen, oder was? Ja. Ich kann die halt auch aktivieren, hier die. Ja. Die lassen sich halt nicht so gut steuern. Ey, das müssen wir in der Plüschlichte jetzt wie im Layout. Ja. Perfekt. Fast so, als wäre das geplant gewesen. Nein. Ich glaube, das war einfach nur ein Zufall. Da. Musst du die gar nicht aktivieren? Achso, du musst am Kreis. Hat der Gegner den einen gerade aktiviert? Ja. Wow. Das ist natürlich praktisch. Lol. Das war ja nicht so. Welche Gamewreck Days waren eigentlich die ersten, die Mario Kart verfolgt hat? Ich meine, nachträglich hat er bestimmt alle geguckt, aber. Hm. Ich glaube, irgendwelchen gab es ja keine Aufnahmen mehr. Irgendeiner von den beiden bei Mick. Weiß nicht, ob es der erste oder zweite.
Kam es von den allerersten, wo du bei Chaos warst? Da haben wir tatsächlich selber alles auf YouTube hochgeladen. Wo Chaos mitten in der Nacht haben wir StarCraft gespielt hat, weil er nicht sonst wusste, was er macht. Ja, wir waren, das war ja der Plan, dass wir 48 Stunden durchspielen. Mhm. Und irgendwie die erste Nacht habe ich halt durchgemacht, weil Chaos ist pennen gegangen. Irgendwann. Und dann war ich halt pennen gegangen und Chaos hatte seine Spieler, glaube ich, schon durch. Soweit. Und dann hat er halt irgendwie StarCraft gespielt oder sowas. Ja, warum nicht? Ja, war aber in Ordnung. Okay, wir haben anstatt irgendwie 48 haben wir dann 56 Stunden auch gebraucht. Weil Majora's Mask irgendwie ewig länger gedauert hat, als wir geplant hatten. Hä, aber das ist doch ein Zeitlimit. Ja. Aber ich glaube, da hatten wir sogar fast alle Spiele durchgespielt. Außer irgendwie, ich glaube, Secret of Mana 2 oder sowas. Hast du das nicht noch nachträglich? Das habe ich dann nachträglich durchgespielt. Wir waren auch relativ weit. Genau, Kira hat ja ein bisschen was da gespielt. Du hast auch, glaube ich, irgendwas ein paar Sachen gemacht. Ich hab Pokémon auf jeden Fall bei Pokémon hast du mitgemacht, ja. Hab schon mit Web, also mit Skype-Bildschirmübertragung. Ja. Ja, wir haben ja beide gespielt, du hast Bildschirmübertragung. Und ja, das war halt auch lustig, weil Chaos. Wir haben Rot und Blau gespielt und Chaos hat Gelb gespielt und wir wussten nicht, dass das halt ein großer Unterschied ist. Naja, hätten wir uns eigentlich denken. Und er hat dann komplett verloren deswegen, weil er die ganze Zeit viel zu starke Arena-Leiter hatte. Aber ja. Aber wir haben echt jedes Game Break, der ist, glaube ich, so ein Pokémon Race gemacht. War es immer ein anderes Pokémon oder? Also, erst war halt normales und dann war es, glaube ich, immer Randomizer. Hm. Ich weiß nicht, ob. Ich das bei mir kam auch. Oder? Ja, da überlege ich halt gerade auch. Da haben wir keins gemacht. Also, wir hatten bis jetzt immer ein Zelda gemacht, das weiß ich. Ja, das stimmt. Und wir hatten auch immer gesagt, wir wollten noch was, Skyward Sword und Wind Waker seit 3 Jahren machen, aber haben sie nie gemacht. Wir haben dann immer irgendwas anderes. Ja, das sind die beiden Zelda, 3D-Zelda, die halt noch fehlen. Und meinetwegen Spirit Tracks irgendwie noch, aber ne. Ups. 2013. Also das war der zweite bei Mick. Eigentlich habe ich jetzt auch viel zu wenig Schlüssel. Aber? Aber ich gehe einfach so rüber. Ah. Ja, warum nicht, ne? Den einen Schlüssel brauche ich nur, um die eine Erdbeere hier zu holen. Sonst wäre dieser Bereich viel, viel länger. Du Schummler, du. Kommst du denn darauf? Mach doch mal deinen Game Shark aus. Game Shark Report. Cheaten auf Twitch nicht verboten? Das ist eine Regelung. Ich glaube, irgendwas in der Art gibt's wirklich. Ja, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Online-Spiel spielst. Ja, ich nehme bei Competitive darf oder Online-Spiel. Ja, natürlich, bei sowas meine ich. Wo es halt generell verboten ist, aber da ist wahrscheinlich auf Twitch nochmal explizit verboten, dass du da sowas nicht, meine ich halt. Nicht auch exploiten darfst und streamen darfst. Dass du jetzt nicht streamen kannst. Hey, guck mal, damit komme ich durch und da. Oh, und mal gucken, wie schnell ich gebannt werde oder irgendwie sowas, darfst du halt auch nicht streamen. Ich glaube zum Beispiel bei den alten GTA-Spielen cheaten so viele Leute. Du kannst ja normale Spiele, Singleplayer ist wirklich scheißegal. Singleplayer, ich glaube, das interessiert wirklich keinen. Sonst wäre ich jetzt auch schon gebannt. Letztens waren wir bei dem Mystery-Turnier und da mussten wir Cheats bei einem Spiel aktivieren. Damit man unendlich Leben hat. Das war ein Fortschritt. Jetzt, ja. Und wenn ich Mario 64 mal geübt habe, habe ich GameShark kurz für den Timer angemacht. Was hast du? Ist es nicht auch Cheating. Wie war das? Ist es nicht auch auf Twitch verboten, dir ein neues Twitch-Konto zu machen, wenn ein altes gebannt wurde? Ehrlich? Ich glaube schon. Jeder. Das macht jeder generell einfach 1000 Twitch-Accounts. Ja, damit man sich selbst folgen kann, damit man Affiliate und Geld kriegt. Ich habe eigentlich gar keine Follower, ich habe nur sehr viele Accounts. Ja. Yeah. Hast du ein paar Bildschirme oder Mobile-Handys oder was? Wo du dich nur gucken kannst? Ja, yeah, genau. Ich meine, da kannst du auch einfach irgendwie Firmen bezahlen, Views zu kriegen. Immer bevor ich streame, laufe ich durchs ganze Haus bei uns und klaue jedem den Rechner und mache meinen Stream an, damit ich Views kriege. Na, das ist blöd jetzt, oder?
die schlimmste Erdbeere von. Also mittlerweile speichere ich es ja sowieso immer auf. Local. Dann brauche ich es auch nicht unbedingt highlighten, habe ich es nur für den PC. Wie doof. Was ist in diesem Block drin? Komm bitte wieder her, Bobbel. Bleib nicht da hängen, ich brauch dich noch. Hallo, danke. Hast du nicht genau die schon mal eingesammelt? Ja, aber. Deswegen. Ich dachte, du hättest die da aber gekriegt. Nee, leider nicht. Ja. Der wäre eingefroren, oder? Ich glaube, der Typ ist. Ja, das ist der. Ach, der Theo. Typ, der, das ist dieser. Der Handy-Dude, der Instagrammer. Der Instagrammer, ne? Genau. Oh, so viel habe ich noch mitgekriegt. Ein paar Katzen, das mal. Die Katzen sind ja ganz gut. Okay. Da fliegt er. Das ist lustig. Toll. Ich will dich nicht da drin haben. Wie der Typ das Ding da nicht einfach gerade blockt. Und ja, das ist Manuel Neuer. Also notfalls kann ich das Video auch machen, Mario-Fan. Das Problem bei... Ich renne das mit Sony Vegas und da kannst du es höchstens um irgendwie dreifache Geschwindigkeit halt vorspulen. Und das heißt, du musst es einmal rendern, dann nochmal vorspulen, dann nochmal rendern und nochmal vorspulen. So hatte ich das jetzt immer gemacht. Oder kannst du leider nicht mehr vorspulen, sodass ich weiß. Was ein bisschen schade ist. Aber die Dateien habe ich natürlich alle klar. Missing noch, was tust du schon wieder? Ja, jetzt fängt es an zu glitschen. Das ist ein Auge. Jetzt nicht mehr. Boah, der Wurf war wahrscheinlich einen Pixel zu kurz oder sowas. Wahrscheinlich. Oh, noch ein Achievement. So viele. Regnet Achievements. Du musst mal Sub spielen. Bestimmt auch ein Speedrun. Ein Speedrun Achievement, oder? Spielt wenn man so da irgendwie 2 Stunden spielt oder so? Mhm, gibt's nicht. Gibt's aber so viel spielen. Kennst du Sub? Das ist so ein Spiel, das gibt dir halt irgendwie quasi für jeden Klick ein Achievement. Nee, das kenn ich. Es gibt das andere Spiele, die so in einer Art sind, aber. Ja, das gibt halt irgendwie so. Also. Ich kenn Achievement Unlock, da hatte ich mal den Weltrekord drin. Ah, dieses Flash Game, ne? Ja. Yes. Da war ich der Erste, der unter 100 Sekunden war, glaube ich. Na, ganz toll. Mittlerweile ist der ich war da 99 und da hatte ich, glaube ich, nochmal einen großen PB. 97 Sekunden oder so. Jetzt ist der Weltrekord, glaube ich, bei irgendwie 94 Sekunden oder sowas. Wow. Ich habe für die ganzen 2 Tage gerannt. Hallo? Ein Tag gerudert, ein Tag sogar relativ aktiv gerannt. Das war's. Aber lustig. Getretete. Achso, die ersten von 3.5, okay. Die wievielten sind das denn jetzt gerade? Mario Land? 10. Wie viele sind das? 7. oder so? Ich sag 10. Haupt-Events jetzt mal, sagen wir es mal. Früher mal, also Side-Events noch mal gemacht. Dann 12. Dann 12. Ich habe auch keine Ahnung. Wahrscheinlich das 13. wenn man die Dingens mit... Das bei Chaos, bei Mac 1, bei Mac 2. Ja, so weit komme ich auch noch. Bei deinen Eltern. Zweimal, glaube ich. Einmal. Oder was sonst? Dann noch einmal hier. Hier. Dann noch mal das ist das 8. Haupt-Event. Dann hier. Siehst du?
Richtig mitgezählt. Jawohl. Ach, wenn das jetzt schon 8 Jahre. Siehst du mal, ne? Das war dann 2010. Alter. Das kann doch gar nicht sein, da bin ich 18 geworden. Bin ich doch noch nicht durch. Beim ersten warst du nicht dabei. Beim ersten war ich nicht dabei, aber ich, da hatte ich meinen Führerschein auch schon. Ich weiß nicht, warum. Ja, also es ist wirklich das 13. Event, wenn man alle mitrechnet. Krass. Deswegen wahrscheinlich das im Trailer. Ich weiß, einmal hatten wir halt irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob Winter- oder Oster-Event oder sowas, wo halt auch ein bisschen mehr, wo halt auch Chaos bei mir war, Milo. Und Türkislan war noch bei mir. Da war auch ein bisschen größer. Quasi. 3 Tage oder so. Ja, dann die Game Break Days Ultimate. Wir spielen einfach alle Spiele, die wir gespielt haben, nochmal. Alle? Alle. Und das heißt, wir müssen jeden einladen, der mal dabei war, ne? Weil alle sind wieder da. Everyone is here. Everyone is here. Okay, das ist schlimm. Aber nicht den, den sich die Fans dazu wünschen. Ja. Der darf nicht kommen. Waluigi ist nicht dabei. Oh. Kirik ist dann Waluigi. No. Weil der ja auch nie dabei war. Der immer, weil Kirik war immer der immer wollte. Und nie konnte. Die aktuellen Game Breakdowns nochmal. HD Remake. Wir haben aber die besten Namen. Hm. Weil immer keiner mit Ideen kommt. Und dann machen wir irgendwelche Spiele, die wir schon mal gemacht haben. Also, ich finde es ganz gut, dass wir. Letztes Mal haben wir einfach scheiß Qualität gehabt. Ja. Und diesmal haben wir gute Qualität. Also deswegen schon mal HD. Deswegen ist es schon mal HD Remake. Und wir haben mit einem Remake eröffnet. Ja. Quasi, oh. Ja. Stimmt, das Crash ist quasi ein Remake. Es passt sogar. Man kann sich immer überlegen, wie passt es. Man muss sich immer zusammenbleiben. Ja. Haben wir ja auch schon mal gemacht, Ocarina of Time. Ocarina of Time haben wir aber erst gemacht. Bei den zweiten. Oder random. Sogar der erste Bossgegner jetzt hier, der sich wehrt. Das ist der Versus quasi im Bosskampf. Die Story in dem Spiel ist wirklich super. Und wir kriegen es nicht mit. Selbst wenn, dann wäre es immer noch auf Japanisch. Das stimmt. Boah, ich weiß nicht, ob die Story jetzt gerade gut ist. Also ich habe ja nicht so weit gespielt, aber die Charaktere sind ganz gut. Und die haben ganz gute, ja. Wie nennt man das? Auf jeden Fall die Charaktere sind recht interessant. Okay. Würde ich jetzt so sagen. Aber ich habe halt auch nicht so weit gespielt, ob die Story jetzt noch irgendwo episch oder was auch immer wird. Und das Schlimme ist, es kommt halt nicht mal irgendwie so, es ist halt nicht mal was so besonders komisches, dass es auf Japanisch ist, weil es halt ein Speedrun ist. Und das ist man irgendwie ja gewohnt. Ja. Aber es macht halt überhaupt keinen Unterschied, auf welcher Sprache du das Spiel spielst. Ja und? Es ist ein Speedrun und du musst es auf Japanisch spielen. Ach so. Oh, also Monkey Island Japanisch? Gibt's ja, gute Begründung. Was? Fan-Remake? Es gibt, oder es gab mal ein Fan-Demake, wo das in den Grafik der halt. Demake. Ja. Welches ist eigentlich Monkey Island 3 nochmal? Curse of Monkey Island. Okay. Das ist nicht das großartige 3D, was keiner mag. Ja, das ist ja Tails. Escape. Nee, es gibt zwei 3D-Spiele, Escape und Tails, aber Tails ist. Tails ist ja eine Neuauflage, ne, von Telltale. Ja, genau, das ist halt Telltale. Sache bei. Bei Tails ist, das ist halt wirklich trotzdem ziemlich gut.
Das ist halt einfach ein modernes Magie Island. Und das hat nicht diese ganzen. Das hat halt einfach den großen Vorteil, dass es nicht Anfang der 2000er rausgekommen ist. Wo Spiele entweder egal waren, weil sich keiner mehr für 2D interessiert hat. Mhm. Oder die waren halt hässliches 3D. So in etwa. Ja, stimmt auch wieder. Die 3D-Spiele sind meistens nicht gealtert. Wie ist der erste nochmal? Der erste war Secret, der zweite war dann der Chuck's Revenge. Okay. Da ist es nicht ganz wahr. Curse of Monkey Island spielt man zum Beispiel auf nicht-Englisch, weil es im Englischen einfach mehr Cutscenes gibt. Also das ist so eine grobe Richtung auf jeden Fall. Das Japanisch meistens schneller ist einfach, weil Japanisch weniger Satzzeichen hat, aber meistens haben sie da noch irgendwas angepasst bei vielen Spielen. Ja. Je nachdem Text-Scrolling-Speed oder manchmal hat es auch einfach dazu, wie viele Textboxen kommen. Oder dass der Tutorial falsch stirbt in der Hälfte der Zeit. Das ist auch genau das gleiche wie Demon's Quest. Genau. Achso, das hast du gerade so angespielt. Ich dachte gerade, bei Magier hat auch was gesagt oder so. Nein, Quatsch. Magier gibt es kein Tutorial. Weiß ich nicht. Warum nicht? Ey, man sieht Text! Ja. Du verstehst nicht, was sie sagt. Man muss sie nur nicht wegdrücken. Nani! Oh. Kann man irgendwer übersetzen oder? Wisst ihr, dass wir schon verdammt lange nicht mehr gesehen haben? Was denn? Eine Erdbeere. Ja, in dem ganzen Level gibt's auch keine. Gibt's ja nicht. Wir haben doch schon alle. Wir haben sogar schon mehr, wir haben schon New Game Plus. Achso. Ich würde ja noch feiern, wenn irgendwie Celeste oder andere Indie-Sachen als Devil Trophäe reinkommen. Jetzt wo Shovel Knight drin ist. Bei Smash neu jetzt. Ja, Celeste ist auf Switch auch. Celeste ist noch nicht als Helfer Trophäe confirmed. Hollow Knight ist auf Switch. Stardew Valley ist auf Switch. Ja, ich möchte bitte. Es gibt fucking alles als Helfer Trophäe. Du kannst auch irgendwas machen. Ja, ich möchte bitte nicht den Farmer, sondern ich möchte. Du kannst nur Scarecrow kommen oder sowas. Keine Ahnung. Pastinake. Ich will immer noch so eine Kuh. Oder. Death Road to Canada, da kommt dann einfach so ein Pixel-Ding und verprügelt. Ich könnte einen Baseball-Schläger. Das gibt's auch auf der Switch, ja. Isaac, aber das glaube ich nicht. Was kommt bestimmt noch aus, Sonic. Shadow kommt auf jeden Fall, aber das ist als Charakter, als Echo Fighter. Mit der Faust und Knuckles oder so als Vielleicht wird es ja auch Silver. Wobei ich nicht wüsste, was man mit Tails machen lässt. Auch noch mit dem was machen. Kann man jetzt am Mac ankommen? Oder er kann aber irgendwo lang fliegen und was kochen oder so. Es gab doch, wie hieß es? Super Smash Flash? Kann sein, da konnte man ja alles mögliche spielen. Ja, so ein Flash Game. Da konnte man ja auch. Da gab es Tails. Mann. Glaube ich. Also es gibt relativ viele Indie-Spiele halt mittlerweile. Indie-Spielen kann man halt auch viel machen, aber ich weiß nicht, ob Nintendo da so. Ich meine, das Shovel reinkommen ist halt schon ziemlich legendär, aber. Ja, aber ich glaube, die sind da nicht so hinterher. Es gibt sogar ein Amiibo von denen, ne? Ja, deswegen wahrscheinlich auch. Deswegen ist halt der auch sehr wahrscheinlich halt. Aber wäre halt cool, wenn sie noch ein paar Indie-Game machen. Ich meine, warum denn nicht? Das ist ja die Frage, wie die da überhaupt hinterher sind. Ich denke auch, die meisten Indie-Entwickler hätten nichts dagegen. Nein, auf keinen Fall. Das ist eine Ehre für die. Ey, Jamuk ist da! Das geht ja nicht! Ich habe ihn gar nicht gesehen gerade. Der lebt noch. Das ist ja... Hey! Moin, moin. Tavok ist auch noch nicht als Helfer-Trophäe konfirmiert. Also vielleicht kommt er auch als Stable-Charakter rein. Über das was übrigens quasi schon auch confirmed ist, ist als neuer Charakter Isaac aus Golden Sun. Ist quasi confirmed. War gerade schon verwirrt, weil du gerade vor zwei Isaac Minuten aus Binding of Isaac. Du gerade vor zwei Minuten gesagt hast, dass Isaac wahrscheinlich nicht rein oder. Erstmal das Obligatorische, wurde noch nicht als Helfer-Trophäe gezeigt, was halt in Brawl der Fall, in Smash der Fall war. Und Sakurai hat auf seinem Twitter irgendwie so ein Bild gepostet, wo Marv und Link
irgendwie so in der Kamera stehen und dahinter ist dieser große Drachen vom Monster Hunter. Und das ist quasi genau diese Kameraperspektive von Golden Sun. Ja. Und deswegen haben wir, und darunter einfach 1000 Isaac Force von Golden Sun. Und also es wäre jetzt komisch, wenn er das nicht machen würde, nachdem. Und das ist quasi mit. Mit welchem Charakter? Mit Horror Kid und. Banjo Kazooie irgendwie die meisten Requesten. Mittlerweile. Bei Banjo Kazooie ist ja irgendwie die Sache mit den Rechten, ne? Ja, ich würde sagen, nein. Wäre ein cooler Charakter. Ja. Haben sie, werden sie bestimmt auch versuchen? Aber ich würde sagen, Microsoft, also nein. Ja, genau, die Rechte liegen ja bei Rare. Wäre natürlich super, aber. Ich würde einfach sagen, wahrscheinlich unwahrscheinlich. Was ansonsten wird noch requestet? Ich glaube, Sora aus Kingdom Hearts. Okay, Zero ist gestorben, also Zero von Mega Man ist gestorben, die Helfer-Trophäe. Ja. Ein paar Sachen wurden noch requestet, die ganz gut waren. Die auch realistisch sind. Ja, Haruichi kommt bestimmt. Ich weiß, dass ganz viele unbedingt Goku haben wollen. Ja, gut, der ist so, bitte, der ist nicht mal aus dem Videospiel. Hä, doch. Also dann würde ich... Nein, ich werde komplett dagegen. Sogar, glaube ich, Bandai Namco hat gesagt, wann kommt Goku für Smash. Aber bitte nicht. Und die machen die ganzen Dragon Ball Spiele. Will ich, das wäre irgendwie unpassend. Aber schon irgendwie. Ein paar gute Dinge gab es nochmal irgendwie. Ja, also Shadow für Helfer-Trophäe auf jeden Fall. Ich bin immer noch für Birdo. Ach, das war ein weiter Stern. Ja, schön, oder was? Ja. Und warum nicht? Okay, kennt keiner mehr. Aber ja. Birdo. Ich will bitte. 500 Meter. Den aus Mario Party 8, den Showmaster da und den Hut als Echo-Fighter. Dann will ich Dave aus dem ersten Mario Golf. Keiner kennt. Ach. Oder wie die heißen. Ja. Echo Fighter, der war nicht Echo, der Echo Fighter für Peach. Nein. hast du gerade leer? Oder musst du da außen rum? Wie eine Erdbeere ausgelassen. War da nicht gerade noch einer nicht durch? Ich glaube nicht, dass wir es in der Kanada schaffen. Ich meine, ich war nicht dabei, aber angeblich war die irgendwie kurz davor, letztes Mal, wo ich nicht dabei war. Die meinte ich. Hat sie ja, die ich jetzt. Nee, die kommt erst später. Ach so. Ja, wir versuchen uns natürlich, aber Desperate to Canada ist einfach ein sauschweres Spiel. Ich habe es bisher ein einziges Mal in dem Spiel nach Kanada. Hast du tatsächlich schon mal geschafft? Ja, einmal, nice. Sogar on stream. Das ich war hab's ein, nice. Ich glaube, ich habe es einmal mit einem guten Kumpel geschafft, aber irgendwie war es mir dann auch zu anstrengend, ist halt einfach das alleine Spiel. Zu fahren. Es ist halt saumies. Meistens kommst du nach Kanada nicht mit den Charakteren, mit denen du damals angefangen hast. Das ist irgendeine komplett neue Gruppe dann. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber gut, das ist bei dem Original, also das basiert ja mehr oder weniger von der Idee her so auf Oregon Trail und sowas. Ja. Und da ist das auch meistens so, dass nicht die ganze Gruppe und... andere Leute dafür. Oregon Trail wäre doch auch mal eine lustige Idee. Ich habe mir das Bild davon gesehen. Wow. Oder es Super Wagon Adventure, wie heißt das? Super Amazing Wagon Adventure! Brauchst du noch was für den Platzhalter? Ich hab irgendwann mal ein Quiz gemacht bei der Retro-Elite. Und da habe ich es, glaube ich, an den zweiten einfach verschenkt, aber es 99 Cent kostet oder sowas. Ja. Ich hab das tatsächlich. Das fand ich damals unglaublich lustig. Das ist doch ein unglaublich doof Spiel. Ich hab's nicht geschickt. Ich hab's einmal auf AGDQ gesehen, also haben wir es einmal gemacht oder so. Weil es kommt lustig zu gucken. Super halt random. Da passiert einfach irgendeine Scheiße so. Wir müssen einen Fluss durchqueren. Entweder wir schwimmen durch oder wir springen rüber. Und dann springt man so hoch, dass man im Weltall landet. Ja, so viel Kack kann da passieren, ja. Nee, Gierig macht das Sinn. Wir haben heute alle, also wir haben heute. Bei diesem Mal bei den Gameback ist quasi alle, die auch mitmachen, sind hier. Ich meine, Mike hätte ursprünglich noch was Kurzes gemacht, aber der ist leider jetzt zur Zeit umgezogen. Hat gar kein Internet zur Zeit oder ganz mieses. Deswegen kann er auch nicht mal zugucken. Shoutouts zu Mike. Vielleicht kommt der Crash noch als Charakter. Das gibt's jetzt mittlerweile für ja. Die Switch. Wer hat denn da die Rechte? Hedgehog oder wie heißen die? Huh? Wer ist die Firma?
Naughty Dog machen die schon. Die machen das mittlerweile schon gar nicht mehr. Naughty Dog gehört jetzt zu Sony. Die sind immer noch Activision. Könnte Crash. Meine Activision ist das. Ich würde sogar sagen nein. Also möglich, aber ich würde sagen nein. Oh, die ist ja nichts versteckt. Und Blizzard wollte ja unbedingt... Das ist nicht die letzte, die so bescheiden versteckt ist. WoW rein? Oder hier? Nee, ich glaube Diablo wollten sie reinhaben. Diablo in Smash. Gott, was kommt jetzt für die Switch? Sehr weird. Diablo 3 ist für die Switch confirmed. Kommt jetzt raus. Ich überlege gerade. Wäre lustig, aber ich könnte mir als Helfer-Trophäe hier vorstellen oder sowas. Wenn schon. Oh, Blizzard meinte, sie würden auch gerne mal ein Spiel mit Nintendo-Charakteren machen. Und hätten gerne Bowser oder Ganondorf in einem Spiel spielen. Würde doch in dieses Dings reinpassen. Hier, wie heißt Heroes das? Of the Storm. Heroes of the Storm, wo eh alle Charaktere drin sind. Ja. Das ist doch eh so all over the place. Und vielleicht machen sie, einigen sie sich ja auf halt, Tausch, sie dürfen die Apple für Smash benutzen und sie kriegen Bowser für Heroes of the Storm. Ja, ja, aber ich glaube, das wäre halt. Das nicht, sind halt zwei Sachen, die Nintendo gar nicht will. Ich glaube nicht, dass Sakurai da Diablo drin haben will. Also ich könnte mir andere vielleicht vorstellen, andere passend, aber. Wie gesagt, das ist halt zweimal scheiße für Nintendo und zweimal gut für Activision so. Ja. Vielleicht kannst du einfach nicht so vorstellen, dass Nintendo sich so denkt, ja. Ich meine, sie lassen auch Ubisoft ein Spiel mit Mario entwickeln. Ja, oh Gott. Was denn? Mario Rabbids, das von Ubisoft. Stimmt, ja, stimmt, das ist ja sogar richtig gut. Oh, ich hasse Rabbids. Das ist aber, das Spiel ist ja angeblich richtig gut. Ich hab's ja nicht gespielt. Minimal gespielt, ich hab ein bisschen geguckt. Ich hab's halt auch null gespielt, aber ich hab damals. Activision, stimmt, das kann man. Aber die haben schon Rayman getötet. Das hat mir gereicht. Armes Rayman. Haben die überhaupt ein Spiel mit Rayman gemacht? Ja, daher kommen die doch, oder? Ja, die Rabbids, aber das ist ja quasi kein Rayman-Spiel, das ist ja ein Rabbids-Spiel. Das ist ja eine eigene Franchise für mich. Die alten Rayman-Spiele sind ja auch noch von Ubisoft. Nein, nein, weiß ich nicht. Ja, aber die Rabbids kommen ja aus Rayman Rabbids. Ja, das ist für mich das eine eigene Franchise. Ja, aber das Problem ist... Die haben das halt am Anfang mit Rayman aufgezogen, aber das war, glaube ich, nur das erste Spiel. Vielleicht das zweite auch noch? Ja, die ersten zwei. Das sind ja so WarioWare-Spiele, mehr oder weniger. Ja, und das habe ich voll gehasst, weil ich ewig ein neues 3D... Seitdem gab es doch kein Rayman mehr, ne? Doch, es gibt doch das. Ja, stimmt, die. Es gibt doch das Reboot wieder. Die sollen ja auch richtig gut sein. Ja, die sind auch richtig gut. Ich hab's dann nicht so gespielt. Aber ich möchte halt ein neues 3D-Rayman. Ich weiß, ich bin ein kranker Mensch, ich möchte 3D-Spiele, aber. 3D ist tot. Es gab ja nur Rayman 2 und. Rayman 3. 3. Und den dritten habe ich richtig viel gespielt. Der dritte war auch übertrieben lustig. Wollten auch viele unbedingt ein neues Prince of Persia und es gibt keins mehr. Das ist doch mit dem Links gestorben, mit dem einen Teil. Die meisten 3D-Spiele, die Ui. Gott, Text die Ubisoft auch macht. Und es klingt ja immer, weil es ist verrückt, ne? So. Ja, das ist halt, Ja, weil sie den damals also die Rechte liegen. Donkey Kong-Spiel gemacht haben. Ich glaube, die Rechte des ganzen Donkey Kong-Franchises liegen bei Nintendo, oder? Also Microsoft macht ja gerade dafür auch keine Spiele davon machen. Ach genau, Dixie erwarten sie noch als irgendwie Echo Fighter oder sowas. Für die oder was? Genau. Dann lieber Tiny. Und Lanky und Lanky. Shanky. Entschuldigung, lass mal. Ja, aber die passen irgendwie nicht als Echo Fighter, ne? Ich meine, keiner ist ähnlich wie die. Dixie kommt fast rein halt. Vor allem, weil sie. Weil halt ist halt Diddy-Attacken ungefähr. Die haben doch mit anderen Recovery oder sowas. Oder nicht, ne? Haben die Diddy nicht jetzt irgendwie geändert oder was? Weiß ich nicht, die haben alle ein bisschen geändert. Alles anwesend auf dem Sofa und der Lass. Hi, okay. Hallo. Fragt, wer anwesend ist. Also, Rollcall, Zerta fängt an. Hallo, ich bin Zerta und ich fange das hier. Man sieht mich sowieso nicht. Ah. Hallo. Rutsch mal nach vorne. Das ist hier unten gewesen, ja. Ich bin Brötsch. Ich runne kein Celeste. Oh, schade. Aber ich guck zu. Hallo, ich bin LinkXNS und ich bin hier, damit nicht über Celeste geredet wird. Oder so. Ja, noch oft so, dass nicht über das Spiel geredet wird. Es ist schlimm, vor allem wenn Smash aufkommt, da gehe ich immer auf. Ja. Es tut mir leid. Das mache ich meinen Stream so auch manchmal. Nein, eigentlich bin ich hier, damit nachher bei Mario Kart gehupt wird. Ja. Tada! Richtig doof. 3 Sekunden überlegen, was passiert da gerade? Scheiße. So muss das aussehen. Diese...
Rauten, nenne ich sie jetzt einfach mal. Rauten? Was für Rauten? Diese viereckigen Dinger, mit denen du noch einen extra Dash machen kannst. Oder? Ja, was ist damit? Recovern die auch deine Ausdauer? Ja. Oh. Da mittlerweile, was haben wir kannst du glaube ich auch zwei Dashes machen, ne? Ja, weil ich mit meinem bösen Selbst für. Jetzt beweg dich doch mal, damit man sieht. Hab. Nein. Ich bin faul. Ja. Was glaubst du? Wie lange brauchst du noch für den Rest des Spiels? 10 Minuten. Wird sicherlich bis 1,50 dauern. Aber ist auf jeden Fall schneller als das letzte Mal, wo ich es probiert hat. Undertale, Sense für. Was? Sense für. Als Echo Fighter. Echo Fighter für Ganondorf. Für Ness. Nein, Ganondorf. Oh, oh. Da gab es dieses eine Video, was ich gesehen habe. Das war halt einfach so eine. Bei dem ersten Smash Review Trailer. Na, da haben sie im Hintergrund so viele Schatten gezeigt. Hm. Und, ach ja, da haben alle Theorie. Das gab so ein gutes Video davon. Das war so richtig. Die blödeste Charaktere, die man sich ausdenken könnte. Oh, das ist der Schatten von. Jimmy Neutron. Genau, das war diese Locke von Donkey Kong. Gesehen hast. Oder was war gut? Boss Baby aus Incredibles. Confirmed. Oder Leute, die einfach hinter diesem Hintergrund stehen, die sind dahinter. Du siehst sie nicht, aber sie sind richtig da. Gut. Das war so gut. Das wurde noch sowieso viel zu tot gememt. Das ist halt gut, das ist halt so memeable einfach. Da gab es auch eins, wo nur irgendwelche, so die Donkey Kong Loki waren dann die Haare von Rick Astley. Und oh Gott, das kann auch nur irgendwelche Meme-Charaktere quasi. Aber als erstes Smash, weil sie announced wurde, habe ich auch gedacht, ja, jetzt machen sie maximal noch einen Charakter. Und jetzt haben sie einfach mit dem nächsten Trailer schon wieder zwei angekündigt. Und ich meine, die letzte Direct war einfach 30 Minuten lang. Komplett alles neuer Stuff, was sie gezeigt haben. Ich fand das so krass. Die machen so viel Sachen, die eigentlich nichts für irgendwelche Sales bringen oder sowas. Und das finde ich halt irgendwie erstaunlich, dass sie so bescheuerte Details reinpacken. Vielleicht haben sie Lust, da tatsächlich nochmal ein Spiel. Das finde ich halt einfach geil. Das sind nicht irgendwelche Sachen. Warum machen sie rein, dass man die Switch nehmen kann und als Kopfhörer, als hier als MP3-Dinger nehmen kann oder was? Wie heißt das hier? Als zum Gehen und da kannst du dann die Soundtracks hören. Das bringt gar nichts. Das bringt keinen einzigen Sale. Warum machen sie das? Und das ist einfach genial. Das ist ja ist ja cool. Details reinmachen. Tolle Idee. Merke ich jetzt gerade erst, wie der funktioniert. Und ich hype das ja auch, dass die ganzen Mashups von den Soundtracks machen, dass der Typ, der Kirby komposiert, macht auf einmal einen Remix von, weiß ich nicht, Metal Gear oder sowas. Oder irgendwie sowas. Und das finde ich halt genial. Und die Soundtracks sind, was sie jetzt schon so angekündigt haben, sind richtig gut. Die meisten auf jeden Fall. Die haben ja jetzt auch gesagt, wir wollen alle Kämpfer öffentlich machen, bevor das Spiel erscheint, ne? Ach so, haben sie echt gesagt, gell? Ja, haben sie gesagt. Boom. Ich weiß noch nicht, ob sie dann noch welche als DLC rausbringen, aber du sollst wahrscheinlich... Könnte ich mir vorstellen. Aber dann... Ja, aber trotzdem so, ich meine, vergleich das mal mit Smash 4. Ja. Da hattest du halt... Ich meine, es ist halt tatsächlich einfach Ultimate Also, bei Smash 4 fand ich den die Auswahl an Spielercharakteren... Wobei ich dazu sagen muss, ich habe mir ja keine DLCs gekauft. Doch, die war super. Ja, welche waren da nicht drin von vorherigen Spielen? Jetzt Snake und Ice Climbers. Wie gesagt, ohne Dingens. Ja. Und man hat halt irgendwie alle bis auf drei schon am Anfang freigespielt oder so. Und das fand ich ein bisschen doof. Ich finde Max auch frei zu verschalten, aber es ist kein Grund für mich, irgendein Spiel irgendwie weniger. Das war bei mir tatsächlich immer bei Smash die Hauptmotivation. Warum sich das resettet? Weil das so vom Spiel vorgesehen ist. Da kann ich dir gar keinen weiteren Grund zu sagen. Es gibt halt mehrere Varianten, wo sich der Dash resettet. Zum einen, wenn ich jetzt hier Runner. Zum Beispiel... Schön, dass er selber nur als Runner betitelt. Ist ja nicht schlimm. Du musst einfach sagen, the game gets confused. Nein. Das ist immer die einzige Ausrede. Stimmt aber gar nicht. Das ist RNG Manipulation. Das klingt aber cool. Gibt es in dem Spiel irgendwelche RNG Elemente? Ich glaube gar nicht. Hier ist gar nichts RNG. Das ist halt ein nettes Spiel für Speedrunner. Echt?
Dann nur Sachen mit RNG. Die besten, Spiele. Das ist halt dann auch ein bisschen auch RNG drin. I have you know. Sie, naja, ihr seht es ja nachher. Es kommt halt. Es kommt halt eine lange RNG. Phase. Ein RNG-Moment. Keine Ahnung. Vielleicht ein Minispiel. Nein, das Minispiel hat kein, die Minispiel haben kein RNG. Oh nein! Was ist denn da drunter? What the fuck? Das gefällt mir nicht. Ja, drunter. Das ist jetzt quasi noch so ein Mashup von den alten Welten. Genau, das ist jetzt hier der Aufstieg vom Berg. Da wiederholt sich so gesehen das Ganze ein bisschen. Die Sache ist halt nur die, es sieht halt, sind halt andere Level trotzdem. Nur die Mechaniken sind eben gleich. Fast so, als würdest du auf das Ende des Spiels zugehen. Ja. Das ist ja, auch das, das ist ja auch das finale Level hier. Das ist normale Finale. Da kommt noch ein bisschen Strawberry Hunt. Also ein Bonus-Level quasi. Wo man nochmal ein paar Erdbeerchen kriegt. Oh, ich hasse mich. Ich meine, das sieht ja auch schon ganz schön schwer aus. Von daher. Überhaupt nicht. Nein. Ist locker genauso easy wie die zweite Welt in Warte. Crash. Ist Crash eigentlich. Habt ihr nicht vorhin gesagt, Crash 1 soll das schwerste sein? Ja, ich glaube. Dann sollten wir. Also dann kommen wir mal ganz gut durchgekommen. Dann sollten wir die anderen ja locker in Time schaffen. Ich glaube für das zweite. Für zwei ja, das zweite haben wir bis ja 4 Stunden mal eingeplant, das dritte macht ja Reason quasi. Mhm. Ja, aber das könnte ich sowieso nicht helfen. Da zeig wie man so. Wie das geht. So wie vorhin, was war das? Irgendwas hast du noch auch so grandios. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du hast nicht deine Boss. Ich kann mich nur an mein 1A-Gameplay erinnern. War das nicht was anderes sagt, der lügt. War das nicht irgendwas mit einem Boss? Welcher Boss? Ich hab doch keinen sehr harten Boss. Also das Level, das am besten ging, war die Great Hall. Alter, Great Hall Speedrun. Du wirst geben, was schön, dass es das gibt. Hast du, was hast du eingeladen, Chris? Wieder diese komischen gelben Tonnöppel. Welches Spiel freut ihr euch eigentlich am meisten noch dieses Jahr? Wahrscheinlich Smash Ultimate, oder? Ja, auf jeden Fall. Und nächstes Jahr? Locker. Ich hoffe halt, dass das gut ist. Ist noch so angekündigt für nächstes Jahr. Bin ich jetzt nicht so up to date. Was da noch so kommt. Für die Switch bisher? Generell, meine ich. Was für Highlight-Spiele jetzt angekündigt sind für nächstes Jahr schon? Also mein persönliches Highlight nächstes Jahr wird sowieso Kingdom Hearts 3. Ja gut, das werde ich halt auch spielen. Wir haben ja schon PlayStation 4 jetzt, also. Spielt das vor oder nach 2.8, 382 Tage? Ich mache ein Video. Remaster, Full Final Mix, bei Sleep. Spielt halt alle. Featuring Mixes. Knuckles and New Funky Mode. Knuckles. Was sind noch mehr für nächstes Jahr angekommen? Also, Kingdom Hearts ist, glaube ich, Januar schon, ne? Januar, Ende Januar kommt. Ja, das werde ich auf jeden Fall. Ich wahrscheinlich mehr zugucken als spielen. Ich habe, glaube ich, kein Kingdom Hearts bisher großartig selber gespielt. Aber ich gucke das immer ganz gerne zu dann. Was ist sonst angekündigt? Metroid. Mhm. Prime, aber ich habe die Prime-Teile so wenig gespielt. Also weiß nicht, ob ich hype bin für Bin Curve. Ne, wenn Yoshi war angekündigt. Yoshi, das ist ein Pokémon Main Game, so nächstes Jahr noch kommt. Ja, also. Schlimm ist also, wenn du erstmal Trailer abwarten. Von ihr erwischt wirst und nach oben geschleudert wirst, hast du auch versaut. Na. Kannst du auch alles nochmal von vorne machen. Oh nein. Dann hätten wir halt einfach erzählen müssen, dass wir alle haben. Ja. Alle 147. Ne, fast. 110. Ja, fast. So, ja, Pokémon würde ich Trailer abwarten, bis ich dafür hype bin. Ich weiß nicht. Pokémon, ich glaube, ich habe mir jetzt Ultra links auch nicht mehr geholt. Nee. Ich glaub, aber es ist halt eins für die Switch, also vielleicht wollte ich mir das dann wieder. Das, was ich mir geholt habe, war Sonne, Mond. Dieses Evoli. Let's go Pikachu. Ja, aber das Einzige, was mich daran am Verkaufen interessiert hat, ist, dass es Multiplayer hat. Man kann nicht das quasi im Video zusammenspielen, das ist eigentlich ganz cool, dann denke ich. Ansonsten hätte ich mir das nicht geholt. Ich werde mir auch. Ich habe mir, glaube ich, Pikachu. Das sieht einfach aus wie ein gutes. Ein richtig gutes Casual-Spiel. Es wird auch total casual sein, die Kämpfe. Aber das finde ich in Ordnung. Sein. Es gibt halt keine wilden Pokémon-Kämpfe mehr. Ja, genau. So wie Colosseum oder sowas ähnlich halt. Ich finde es okay, in Ordnung. Also, es hört ja, sich gut an. Ja, ich werde es spielen. Also, ich
bin mehr auf das andere gehypt, wenn es denn wirklich dann gut wird. Ja, da hat man auch nicht mal nichts so gesehen, ne? Ja, deswegen. Ja, also da warte ich erstmal ab. Da habe ich halt hohe Erwartungen drin. Das ist das Problem wahrscheinlich. Ist sonst angekündigt, weiß es nicht. Ja, Metroid Prime 4 war noch angekündigt. Yoshi, wie auch immer es jetzt heißen soll. Gibt's, glaube ich, noch keinen Titel. Yoshi's Not So Woolly World. Ja, das ist ja auch nicht mehr. Mario Party? Das sieht halt echt gut aus. Das kommt dieses Jahr noch. Das sieht halt echt gut aus, muss ich sagen. Endlich mal wieder wie ein gutes Mario Party sieht das aus. Das werde ich mir wahrscheinlich sogar holen. Sagt der Google, dass ich jetzt abkomme, Games 2019. Ich bin ja richtig hype auf FIFA 19. Ich auch die Ah Mist! FIFA 20 dann. Sicher eher das nächste Battlefield. Und auch dieses. Mist! Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist ein bisschen blöd, finde ich, beim Multiplayer, dass das nicht normale Matches dann geht bei Mario Party. Ja. Das ist ein bisschen, naja. Stimmt, das haben sie angekündigt, das ist ja echt bescheuert. Was? Aber nur der Online-Multiplayer. Das ist beim nächsten Mario Party, kannst du nur Minispiele machen, irgendwie online. Anstatt das richtige Spiel spielen. Wow. Aber es ist halt ein gutes Lokalspiel immer noch. Ja. Aber es ist halt so typisch Nintendo, dass sie online verkacken. Das hoffe ich auch, auf, dass sie bei Smash 4, das, 5 das richtig machen. Bei Smash 5 ist mir der Singleplayer unendlich wichtig, weil wie gesagt, der Smash 4 von jedem war halt echt nicht so nice. Vor allem kommt jetzt nicht bald das Kostenpflichtige bei der Switch raus. Ja, deswegen erwarte ich eigentlich auch noch mehr. Wenn das ordentlich machen, dann zahle ich das gerne. Das aber da wird nichts ordentlich gemacht, das ist das Problem. Ja, hoffe das ich jetzt halt, allerdings. Du hast immer halt noch dein Peer-to-Peer-Quatsch da und die haben keine Server für ihre Spiele. Also. Das habe ich halt auch noch nicht so ganz gerafft, wie das mit dem... dieses Bezahlpflichtige, was dann alles. Irgendwie keine Virtual Console, aber so ähnlich. Du kriegst irgendwelche komischen Spiele. 20 NES-Spiele, ja. Mit teilweise Online-Features. Und dafür zahlst du dann halt Geld. Aber die wechseln doch irgendwie auch, ne? Ja, ist hauptsächlich, wenn sie das halt vernünftig machen, irgendwie. Wenn man Geld für zahlen kann, dann kannst du es auch mal vernünftig machen. Bisher war es immer kostenlos im Vergleich zu anderen Konsolen. Ja, so Sachen wie die. Und das war halt so die Ausrede, naja, war okay, deswegen machen sie es nicht richtig oder so, aber. Ja, aber so Sachen wie die hier die Mini-Konsolen. Ja, bei Mario Kart 8 das ist ja schon in Ordnung. Die waren ja auch eigentlich echt brauchbar. Und bei Aces war es soweit gut, außer die Modi, die man spielen konnte. Dass man nicht viel einstellen konnte. Demon X Machina kommt mit mir nächstes Jahr. Das ist dieses Mecha-Spiel, was man auf der E3 gesehen hat. Okay. Und Fire Emblem Three Houses. Hat mich nicht so gut. Du bist doch nicht so der Fire Emblem-Spieler. Ja. Ganz gut für nächstes Jahr. Keine Ahnung, wieder ein richtiges Fire Emblem rauskommen? Ja, haben sie angekündigt. Wow. In letzter Zeit kriege ich irgendwie nicht so viel mit, was das angeht. Ich habe auch, glaube ich, nur die Hälfte des. Keine Soundeffekte, sorry. Kannst du ja nachmachen, die Soundeffekte. Ein Rudi Völler. Es gibt nur ein Rudi Völler. Irgendwann muss ich mich nochmal mit Zelda zusammensetzen und was? Das Media so einstellen, ach so, wie ich das wollte. Nein. Ich glaube nicht, dass die Griezmann jemals auf das Cover. Wer ist Griezmann? Kenn ich nicht. Das ist so ein Franzose. Du bist auch so der Fußballbegeisterte, ne? Ja, ich hab die WM-Spiele von Deutschland geguckt, das war's. Ja, das waren ja auch nicht viele. Ja, genau. Und sie waren auch nicht wirklich irgendein Highlight mit dabei. Außer sehr vielleicht gut. Das Freistoßtor von Toni Kroos. Ja. Das war's wahrscheinlich. Also ich habe den einen unfreiwillig, das eine unfreiwillig geguckt, das eine Deutschland-Spiel. Das, was sie dann noch irgendwie gewonnen haben, keine Ahnung. Ja, Schweden. Ja. Dann haben wir den Freistoß erwähnt. Das war aber auch schön. Das war auch spannend zum Schluss noch, aber ja, das Spiel war trotzdem nicht so gut. Ja, das letzte war einfach nur grausam anzugucken, glaube ich. War schon irgendwie traurig, wie sie da alle vor dem Tor standen, als den Ball nur hin und her geschoben haben. Ja, zum Schluss war halt schlimm. Also, wer schießt denn jetzt mal drauf? Keiner. Wir spielen uns lieber den Ball nochmal zu und im Endeffekt verlieren wir dann doch noch 2-0. Ja, sonst gucke ich halt überhaupt keinen Fußball. Ja. Oder generell Sport irgendwie. E-Sports, ja. Auch nicht eigentlich. Also was gucke ich? In Smash-Turniere gucke ich halt. Ab und zu. Sonst gucke ich auch nichts.
Mittlerweile, ich habe letztes Mal irgendwann durchgezappt, läuft ja sogar auf was Eurosport oder sowas. Ja, okay. E-Sport mit FIFA. Hm. Ich hab gedacht, was soll das denn jetzt? FIFA. Da guck ich lieber Snooker. Oder so. Snooker ist super interessant. Also man kann sogar einschlafen. Oh. Dart finde ich auch ganz sehr interessant. Zum Einschlafen? Oh, man hat jetzt 60 Punkte geworfen. 180! Man hat schon wieder 60 Punkte geworfen. So die Top-Spiele dann oder sowas, die halt immer das gleiche werfen. Muss man Competitive Tetris angucken. Ja, da hast du wenigstens zwei gegeneinander, aber das ist halt Singleplayer quasi Dart. Yeah. Du musst halt abwechseln. Hier Competitive Tetris. Speedrun Race, wo einfach jeder sein Ding macht. Und sein Ding ist halt, die Meta ist doch sehr zu 60 hin. Yay, wir haben einen Follow. Hallo, Sebanka. Danke für den Follow. Irgendwer kam vorbei, vorhin noch vorbei, als du gerade Essen machen warst. Mist. Also ja, danke. Mist. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ich hatte mich okay. Dann stellvertretend bedankt. Erst bin die Person beleidigt. Ich hatte mal irgendeinen bekannten Speedrunner, der mir gefollowt ist. Und der ist mir der. Oh. Und der wollte halt nicht, dass man eigentlich sieht, dass er mich followt. Und er hat mich, glaube ich, direkt danach anfollowt und auf Twitter gepostet, dass er so Alerts hast. Und da habe ich gedacht, scheiße. Das war eine Zeit, wo ich glaube, da habe ich sogar Englisch gespielt. Oder war ich glaube, Punky schon oder sowas. Hat mir irgendwie gefollowt aus irgendeinem Grund. Und er hatte ja danach erstmal einen Twitter-Rant angefangen, dass er so Alerts hast. Ich wollte eigentlich nur einen Follower und jetzt weiß ja jeder, dass ich in den Chat bin und sowas. Ja gut, ich kann es irgendwo verstehen, aber... Man soll mal warten, bis die Person offline geht. Ja, oder das. Was ich auch so überhaupt nicht... Es gibt schlimmere Alerts, sagen wir so. Die normalen Follower, das finde ich auch in Ordnung, aber jetzt nicht bei so Streams, die einfach alle 10 Minuten einen Follow kriegen oder alle 5 Minuten einen Follow kriegen oder so. Dann nervt es dann halt irgendwann auch. Vor allem, wenn so richtig komische Alerts sind, irgendwie mit richtig lauten, ekligen Soundeffekten oder sowas. Wie gesagt, am schlimmsten finde ich, wenn Leute irgendwie was einsprechen für oder Soundeffekte, irgendwas als Soundeffekte für den Alert irgendwas nehmen, was sie selbst im Stream mal der gesagt haben. Sound ist quasi auch von mir. Ja, aber ich meine irgendwie halt was reden. Ja. Ja, das irritiert manchmal ein bisschen, würde ich jetzt sagen. Was ich mal irgendwann nett. Vielleicht da oben links dran springen? Erstmal? Hier oben links. Da an die Ecke. Ja. Ich meine, nachdem du die Erdbeere hast. Ich habe ja nur noch einen Dash und dann bin ich hier und dann komme ich nicht mehr auf die andere Seite. Ich dachte, kriegt man an der Wand auch wieder. Nein, nein. Ja, und deswegen, ich weiß nicht, ich will gerade überhaupt nicht. Ich irgendwann mal richtig nervig fand, bin auf den Stream reingegangen, weil ich ihn gucken wollte, irgendein Bekannter halt. Oh nice, schon der Eckboost. Das wollte ich eigentlich nicht. Und dann wollte ich den Stream gucken und dann hat er einfach 30 Minuten lang Donation Messages vorgelesen. Wow. Sehr interessant. Ein Push von Tarok. Du kannst so Pushes, glaube ich, auch mit Ausrufezeichen Media im Stream anzeigen lassen. Mach das einfach mal. Probier mal aus, Tarok. Mach mal Ausrufezeichen, außer es ist irgendwas Anstößiges. kann das Tarok machen? Ich weiß nicht, ob ich dich eingestellt habe. Ich meine, ich habe dich eingestellt. Probier es mal aus. Das kann nicht jeder machen, damit keiner spammen kann. Ausrufezeichen Media und dann den Push-Link. Wieso können das nur wie ich? Ich habe alle, die mir, früher, die ich im Bot drin habe, da habe ich alle Namen reingepackt, die mir irgendwie ein paar Stunden zugeguckt hatten. Meine Tarok habe ich auch reingepackt. Hm. Weil früher zum Beispiel... mein Media und dann den Link direkt dahinter. Ja, genau. Das müsste... Das war genau so, aber... Dann habe ich dich vielleicht nie eingestellt. Dann mach das. Ich will es mal ausprobieren. Post es mal von hier, genau. Ob das mit dem Push geht. Ich habe es mir noch nie angeguckt. Ich weiß nicht, ob das liegt mit Command C. Also bei mir, also Mods können das alle und ich habe halt viele eingestellt, die das machen können. Aber das muss ich halt quasi individuell machen. Oh, das geht mit Put doch. Honig, was? Hä? Honig glasiert das Sven, okay. Schick. Das ist zufällig auch mein Lieblingsessen. Hilfe.
Eine Random Quest, ja. Aber Sprung, Dinger resetten den Dash. Ja. Okay, gut. Also auch eine lustige Passage, weil du einfach nie den Boden berührst. Autsch. Ah. Und dann so. Wenn du am letzten Stachel dich irgendwo stößt. Moment, ziehen. Ja, das wäre falsch, nicht wahr? Dum, dum, dum. Der Boden ist Stachel, genau. Ja, der Boden ist nicht Lava. Lol. Ich kann der Tavo gerade mal hinzufügen. Müsste ja gehen. Ich weiß, wie das geht, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Nicht. Ja, sehr schön. Geht das so? Steht das nicht? Yes. Was suchst du? Also wegen das. Hey Tarok, jetzt kannst du Media machen. Kannst du gerne mal ausprobieren, wenn du magst. Esst mehr Bananen. Esst mehr Ananen. Oh, hier gibt's schon Erdbeeren. Esst mehr Rippbeeren. Oder ein paar Wumpa-Früchte. Ich wollte das ja in meinem Discord-Server als Emote hinzufügen, dieses Banane, aber es sah so kacke aus als Emote. Konntest du gar nicht lesen. Schade. Fand ich sehr schade. Die mehr Ananen. Mehr Ananen. Autsch. Es ist komisch, dass mich diese Goldfeder an das Super-Charm von Worms erinnert. Nein. Also ich verstehe, was du meinst. Das super scharf, das ging ja noch. Aber in den 2D-Bombs kam ich überhaupt nicht mit dem Ninja-Seil klar. Ich hab mich damit immer selbst getötet. Wieso fliegt es hoch? Es. Oh mein Gott, schon 68 mehr. Das war blöd. Aber die Fallanimation. Ich weiß, die magst du so sehr. Kannst doch deine deine Schuhe nochmal hochwerfen.
Wir sind auf dem Berg. Juhu. Das war Annie bisher. Nein, du hast sogar Erdbeeren bisher. Ja, ja, aber es ist ja eigentlich noch nicht zu Ende. Ja. Zum Glück haben wir eben so viel Zeit gut gemacht. Das passt. Ja, alles gut. Ich habe noch 7 Minuten Zeit. Ja, genau, jetzt sind das Lift runter. Runter geht doch einfach. Es gibt ja keinen Fallschaden, sie wird ja nur sehr dünn. Ups. Wenn du jetzt die alten Level spielen würdest, hättest du dann die Upgrades von jetzt? Das kann ich nicht machen? Sagen, nein. Okay. Das finde ich. Gut eigentlich, weil sonst müsstest du wahrscheinlich Backtracking machen. Für irgendwelchen Quatsch. Ja. Und sogar alle Herzchen. Boah, welches Spiel war das? Bei einem Spiel ist das so richtig ekelhaft. Paper Mario. Ich weiß nicht, welchen Bock du willst. Ja. Ich glaube in AVGN Adventures war das. Das habe ich nicht gespielt. Wollte ich spielen, aber habe ich nie gemacht. Das ist... Konflikt, ich habe mir sogar nie die Filme angeguckt. Ich habe mir noch nie die Filme angeguckt. Sogar. Ich auch nicht. Alle irgendwie Videogame-Nachfolgen habe ich gesehen, aber ich habe noch nicht den Film gesehen. Genau. Soll halt in Ordnung sein, aber... Aber es soll halt auch irgendwie nichts Besonderes sein. Ja, aber wenn es nur wie eine Folge ist, dann würde ich es halt auf jeden Fall gucken wollen eigentlich. Der inoffizielle Film soll ja die Earthbound-Episode sein. Okay. Ja, die ist auch irgendwie fast eine Stunde lang. Kann sein. Ich glaube, 45 Minuten knapp. Mhm. Ich habe alle Folgen gesehen. Nee, auf jeden Fall, da war das so in dem Spiel. Es gab geheime Charaktere frei zu spielen, aber ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob du dafür backtracken musstest. Ich glaube schon. Okay. Aber es war auch so, du musstest die random Charaktere in der richtigen Reihenfolge finden, weil halt jeder irgendwelche Fähigkeiten hatte, die du brauchst, um den nächsten dann frei zu spielen. Aber es hat dir nichts gebracht, wenn du das Spiel an sich mit dem Nerd super durchbekommen hast. Also ich habe mir die alle geholt, um sie zu haben. Ja, klar. Und wie man es halt so macht. Ja. So, wie bei Meat Boy. Das habe ich halt auch damals irgendwie nur. Aber die Charaktere sind aber tatsächlich nützlich, die meisten. Ja, klar, aber ich habe es trotzdem damals nur mit Meat Boy gespielt. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich habe tatsächlich viel mit Charakteren hin und her geswitcht. Vor allem bei den schwereren Levels oder so. Muss ich sagen, habe ich echt viel hin und her geswitcht. Mit Speedrun spielen ja quasi alle nur mit. Aquana, wie heißt sie? Irgendwas mit N. Weil die kann ja Herdation und sowas. Mhm. Aber mit der kann ich auch richtig schwer spielen. Ich spiele sie komplett anders.
in die falsche Richtung. Bei den Bändern kriege ich Flashbacks an gestern Abend. Ah, da war noch die Flamme. Böse Flashbacks. Ja, ne? Bum, 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 bum. Wobei die schlimmsten Flashbacks würde ich kriegen, wenn ich die Pokéball schmeiße. Genau das. Gar nicht nur wenn du redest. Fucking Goldini. Hey, Goldini ist so gut. Goldini ist Meta. Ich hatte nur was minimal stärkeres als Goldini. War ja nicht mal sehr effektiv, waren ja beides Wassertypen, ne? Ja. Stimmt halt, also. Ich gehe aber davon aus, dass ich schon eine Erdbeere nicht habe. Reset. Reset. Nö. Habe ich keine Lust zu. Ja. Aber es ist ja nicht als All Strawberries gelistet, glaube ich, ne? Nö, aber trotzdem. Und ein neuer PB wird's eh nicht. Oh, Schiss. Rips ab 2. Ich habe noch 5 Minuten Zeit hier. Also in Realtime sind wir schon lieber. Was interessiert mich denn Realtime? Ich gehe nur nach der Ingame-Time hier. Solange es nicht Sub 11 wird. Sub 11 wird es auch wohl. Nach 11 Stunden? 2 ist auch unter 11, aber jetzt ist es Sub 11. Yay! Ja, hallo, weiter. Ja, das macht's blöd. Ne. So kann ich einen. Nö. Ist das Erdbeermus? Oh, jetzt nicht mehr. Nein, der Fußboden ist Lava. Das ist blaue Lava. Oh. Jetzt ist der Fußboden wieder Stachel. Der Fußboden ist einfach, was er möchte. Vielleicht ist der Fußboden ja mal neu, ne? Vielleicht. Oh. Schalter, um es wieder blau zu machen? Blau nicht so. Sieht besser aus. Das mach ich wieder so. Das dann. Ja. Ja, kommt nicht hoch. Was willst du nicht mehr so, ne? Nee. Denkt sich keine Lust mehr.
ist auch zu niedrig gewesen. Hast du auch noch einen Dash gehabt, oder? Nein, hatte ich da nicht. Wenn ich den gehabt hätte, hätte ich ihn bestimmt eingesetzt. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Glaubst du nicht? Kann ja gar nicht sein. Ist das die Dashless-Kategorie? Dashless? Ich glaube nicht, dass man da weit kommen würde. Oder die nur zwei A-Presses? Das ist eine große Kategorie. Du darfst nur einen halben A-Knopf drücken. Ja. Du darfst nur einmal pausieren. Darfst nur einmal pausieren, musst alles in umgekehrter Reihenfolge machen. Und keine Upgrades einsammeln und drei Herzen haben. Oh, es gibt nur vier. Ah ne, es gibt fünf Herzen, ne? Ich glaube, wir haben eh nur vier aktuell. Ups. Na, ansonsten wär's ja nicht hier. Verbraucht. Ja. Oh nein, wir haben jetzt hier in-game auch 2 Stunden. Verdammt. Rip run. Rip sub 2. Ich bin nicht zusammen, oder? Ich muss zugeben, so dieses Gimmick, das ist ja auch nicht neu, ne? Ich finde sowas immer cool. Für so eine Lavalampe. Ich mag sowas. Und da kriegt er Flashback dann gestern Abend. Was? Ja, mit den Bumpern. Ah. Bumper Time. Ups, da bin ich gegen die Wand geflogen. Was gibt's denn erst, ne? Einfach spontan hier. Sah sogar schneller aus. Ja. New Strat. Okay, dann kommt man da die Animation, das ist halt echt doof. Okay, geht aber. New Strat. WR confirmed. Ja, hätte ich oben drüber gemusst. Ich nehme einfach das hier oben mit, so. Ja, ich glaube ich einfach. Ich glaube, das nimmt sich halt auch echt nichts. Aber du hast halt trotzdem die Animation. Thank you.
Hey, ich wollte schon eines. Oh. Okay. Probier das. Es war mehr Glück als Verstand. Die Kassette. Ich glaube, die brauchst du nicht. Die muss ich aber mitnehmen, sonst komme ich nicht zum Ende des Levels. Ah. Hm. Das Leute, die heutzutage Videospiele spielen, Kassetten noch Kassetten. Jetzt hängt in der Animation. So, hier, jetzt muss ich. Achievement, sag du es dich. Yay! Komm, 2 Stunden 3, das ist doch gut. Ja. Was hast du gestern gehabt? Vorgestern, meinst du? Eine Erdbeere. In Lots of Ja, guck, aber ich habe eine vergessen, ist voll klar. Oh, ist ja egal. Lots of Erdbeeren. Egal. Ist ja Lots of Strawberries, ne? Lots of Strawberries. War nicht all Red Berries, war Lots of Strawberries. Das ist die eine Erdbeere auf dem Kuchen, die da fehlt. Ja, die muss fehlen, ja, sonst wäre es nämlich all. Ja, wir wollten ja nur Lots, deswegen, es war geplant. Sonst wäre es ja all gewesen, dann wäre eine andere Kategorie richtig gewesen. Richtig, ja. Richtig. Das zählt ja gar nicht. 99% Das ist der perfekte Erdbeerkuchen, aber oben drauf die Deko fehlt. 99% Strawberries Weltrekord. Richtig, ja. Muss ich gleich mal bei, hier, bei der Seite eintragen. Neue Kategorie. Die 174 Erdbeeren-Kategorie. Weil, warum auch nicht? Gut, okay, das war's. Ich krieg das wieder raus. Ups, lülülü. Jetzt wieder den Xbox-Controller reinmachen. Mit der Bibi-Bippa? Richtig. Genau. Dafür leuchtet mein Controller jetzt wieder die ganze Zeit blau. Was kommt denn nach Monkey Island? Monkey Island. Machen wir mal gern. Ich spiele es einfach zweimal. Wir haben so viel Zeit vorhin rausgeholt. Mario 64. Okay. Ist das 16 zu 9 oder 4 zu 3? Was? Mario 64? Nein. Monkey Island. 4 zu 3, oder? Frag mir was Leichteres. 5 zu 8. Es hat eine Auflösung. 12 zu 1. Es hat eine. Es hat tatsächlich eine. Ja. Es ist rechteckig. Ich glaube, es ist 4 zu 3. Aber es hat halt. Das ist doch vorhin gestartet. Du musst dich eh bei dem Steam erstmal anmelden. Ja. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Erst noch kurz Spickzettel rausholen. Muss jetzt aber schon PB sein, ne? Natürlich. So, hier kannst du dich anmelden. Oh nein, nur in 360p. Das geht ja gar nicht. Da weint sogar das kleine Kind draußen, wenn es das hört. Warum fängst du nur 240? Nein. Nein. Warte kurz gucken, ob das auflösen muss. Hollow Knight ist im Sale. 34% Wahre Fans haben es schon in 360 geguckt. Und live und gleichzeitig. Wahre Fans gucken Streams in 360p. C, Curse, so. Crash Bandicoot? Ja, können wir eigentlich auch machen, ne? Kann man auch spielen. Crash Bandicoot. Curse of Crash Bandicoot, bestes. Curse of... genau. Ah, es ist 4 zu 3, okay. Ja,